Eine ganz normale Nachtschicht. Um mein Taschengeld als Studentin aufzubessern, habe ich 2012 als Nachtwache in einem Kinderheim gearbeitet. Diese Organisation hat verschiedene Häuser rund um die Stadt, die Kinder im Alter von 3 bis 18 Jahren aufnehmen. Jedes Haus ist nach Altersgruppen, Geschlecht ab 12 Jahren und Gruppen von 8 bis 16 Kindern pro Haus unterteilt. Es handelt sich um Jugendliche, die per Gerichtsbeschluss eingewiesen wurden und oft eine schwierige Familiengeschichte haben. Sie müssen ständig betreut werden. Tagsüber ist das Erziehungsteam anwesend, nachts wird es von Nachtwächtern abgelöst. An einem Abend im Februar 2012 vertrat ich eine Kollegin, die für 3 Nächte krankgeschrieben war, in einem Haus mit Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren. Dieses Haus hat im Gegensatz zu den anderen eine Besonderheit. Es sind 2 Häuser in einem. Das heißt, es gibt 2 Doppelhäuser, die in allen Punkten wie Größe, Einrichtung und so weiter identisch sind. Jedes Haus hat sein eigenes Erzieherteam und ist durch Personalräume miteinander verbunden. In diesem Haus waren wir also nachts immer zu zweit. Jeder war für sein Haus zuständig. Ich kam um 22 Uhr, um meine Nachtschicht zu beginnen. Wie immer ging ich in den ersten Stock, der für die Nachtwache reserviert war und zwischen den beiden Häusern lag. Zusammen mit dem Erzieherteam machten wir die Übergaben, um zu erfahren, was am Tag passiert war, ob es etwas Wichtiges zu berichten gab, das die Nacht stören könnte. In dieser Nacht gab es nichts Besonderes zu berichten, keine kranken Kinder, es waren 10 in meinem Haus und 9 im zweiten. Um 21:15 kam meine Nachtschichtkollegin immer noch nicht, das noch anwesende Erzieherteam wartete auf sie und ging dann. Um 10:30 erhielten wir einen Anruf vom Bereitschaftsleiter, der uns mitteilte, dass ich heute Abend allein in den beiden Häusern sein würde, da die andere Erzieherin einen Notfall hatte und er niemanden hat, der sie ersetzen kann. Die Erzieher ging und so war ich diese Nacht allein in den beiden Häusern. Nichts Schlimmes, das ist schon mal passiert, also keine Sorge. Ich richtete mich für die Nacht ein und war bereit, auf die 19 Kleinen aufzupassen. Wir machen jede Stunde eine Runde durch die Zimmer und helfen ein bisschen beim Putzen, damit morgens alles sauber ist. Das heißt, ich wische und schrubbe im Wohn- und Esszimmer, in der Küche, räume den Geschirrspüler aus und bereite das Frühstück und den Kaffee für das Erzieherteam vor, das um 6 Uhr anfängt. Wie bereits erwähnt, ist dieses Haus etwas Besonderes, da es sich um ein Doppelhaus handelt, sodass wir immer abwechselnd nach unten gehen, damit immer jemand oben ist, um auf die Kleinen aufzupassen. Da ich zu dieser Zeit Studentin war, habe ich die Nacht genutzt, um meine Vorlesungen auf meinem Laptop vorzubereiten, zu lesen etc. Das war wirklich toll und hat mir geholfen, nicht müde zu werden, da Schlafen absolut nicht erlaubt war. 2:30. Da ich in beiden Häusern allein war, machte ich das Wohnzimmer nicht sauber, weil ich zu lange weg sein würde. Ich räumte den Geschirrspüler im ersten Haus aus und ging wieder nach oben. 3:15. Ich hörte ein sehr lautes Krachen, aber da ich mitten in der Stadt war, machte ich mir keine Sorgen. 3:30. Diesmal hörte ich ein Geräusch an der unteren Tür, als würde jemand versuchen, in das Haus einzudringen. Ich öffnete das Fenster, um nachzusehen. Doch ich sah nichts, hörte aber Schritte. Da ich nicht leichtsinnig bin und weiß, dass hier 19 Kinder waren, wollte ich nicht nach unten gehen. Ich öffnete das Fenster wieder und diesmal hörte ich Leute reden, aber ich konnte nicht verstehen, was sie sagten. Die Häuser haben Türen, die das Treppenhaus von der oberen Etage trennen. Ich ging das Risiko ein und schloss die Türen auf beiden Seiten ab, denn ich wusste, dass dies die einzigen Fluchtwege waren. Als ich den Schlüssel zum zweiten Mal umdrehte, hörte ich ein lautes Klirren von Glas und einen lauten Schrei. In diesem Moment dachte ich mir, oh verdammt. Ich rannte ins Wachzimmer und rief sofort die Polizei an. Während ich mit dem Telefonisten sprach, hörte ich auf der Treppe Schreie und jemand klopfte an die Tür. Ich konnte 2 Stimmen ausmachen, eine Frau und ein Mann, die schrien und drohten. Während ich mit der Polizei telefonierte, schloss ich die Türen der Kinderzimmer auf dieser Seite und hoffte, dass sie nicht aufwachten. Ich sagte den Eindringlingen, dass ich die Polizei gerufen habe und dass sie kommen würde. 3 der Kinder, die neben der Tür lagen, wachten sofort auf und hatten Angst. Ich versuchte sie zu beruhigen, während ich mit der Polizei kommunizierte. Aber die Eindringlinge wurden gewalttätiger und versuchten, die Türklinke abzureißen.
Ich hatte keine Wahl, da die Tür sehr empfindlich war und jeden Moment nachgeben könnte. Also weckte ich die Kinder und nahm sie alle mit in den Wachraum und schloss die Tür ab. Einige weinten, andere schliefen wieder ein. Ich blockierte die verschlossene Tür mit einem Stuhl unter der Türklinke, wie in den Filmen. Ich wusste nicht, ob das etwas nützen würde, aber es war der einzige Gegenstand, den ich benutzen konnte, um die Tür zu blockieren. Aber ich ließ die Tür zum zweiten Haus offen, um die zweite Gruppe von Kindern, die gerade schliefen, nicht zu isolieren. Da die Eindringlinge nicht versucht hatten, durch das andere Haus einzudringen, weckte ich die Kinder in diesem Haus nicht und kümmerte mich um die neuen Kinder, die bei mir waren. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Wachraum zwischen den beiden Häusern liegt, also gibt es eine andere Tür, die zu beiden Häusern führt. Während ich die Kinder weiter beruhigte, rief ich mit dem Notruftelefon den Bereitschaftsleiter an und hatte auf meinem eigenen Telefon noch die Polizei in der Leitung. Wir hörten einen lauten Knall, die Kinder fingen an zu schreien, die Tür zum Treppenhaus wurde geöffnet und die Eindringlinge schrien herum. Sie waren im Flur, wo sich die Schlafzimmer befanden. Ich folgte den Anweisungen der Polizistin, die mir sagte, dass ich nicht weggehen sollte und dass der Polizist in ein paar Sekunden da sein würde. Ich versuchte, die Kinder so gut wie möglich zu beruhigen. Es war kompliziert, aber sie verstanden ziemlich gut, dass sie nicht so viel Lärm machen sollten. Die Eindringlinge schrien und hämmerten an die Tür, die Kinder bekamen immer mehr Angst. Endlich hörte man die Polizeisirenen und die Telefonistin verband mich mit einem der Polizisten. Diesmal waren fast alle Kinder wach, es herrschte ein ohrenbetäubender Lärm, die Kinder waren mit mir im Zimmer, wir waren alle zusammengedrängt. Vor allem wurde geweint, es war schwer zu sehen, was im Flur vor sich ging. Nach ein paar sehr langen Minuten, lauten Geräuschen von der anderen Seite, Schreien und so weiter, wurde es still im Flur. Ich öffnete die Tür und endlich kam die Erleichterung. Die Kinder freuten sich, die Polizei zu sehen, waren aber immer noch beunruhigt. Ich stellte fest, dass es erst 20 nach 4 war. Ich dachte, es wären schon 3 Stunden vergangen, aber es war nicht weniger als eine Stunde. Die Polizei war sehr schnell da. Jetzt war nicht die Zeit für Erklärungen, sondern die Zeit, die Kinder zu beruhigen und ihnen zu helfen, in ihre Betten zu kommen, damit sie versuchen konnten zu schlafen. Der Abteilungsleiter, der inzwischen zu mir gekommen war, unterstützte mich bei der Betreuung der Kinder. Die Kinder haben immer Vorrang. 6 Uhr morgens. Das Ende meiner Nacht war gekommen. Ich hatte den ganzen Einbruch für die Nachbereitung aufgeschrieben und erzählte den Erziehern davon, als sie kamen. Um 17 Uhr hatte ich einen Termin auf der Polizeiwache, um meine Version zu erzählen und ein bisschen mehr zu erfahren. Die Eindringlinge waren die Eltern von 3 Kindern, die einen Monat zuvor in das Heim eingewiesen worden waren. Der Vater war Alkoholiker und hatte ein schweres Vorstrafenregister wegen Gewalt, Diebstahl, Freiheitsberaubung und so weiter. Die Mutter war Alkoholikerin und schizophren und bipolar. Sie wollten ihre Kinder zurück, die ihnen vom Staat gestohlen worden waren. Mit einem alten Lieferwagen fuhren sie das Eingangstor ein, dann hatte der Vater eine Eisenstange dabei, mit der sie das Küchenfenster einschlugen und ins Haus eindrangen. Dann nahmen sie den Feuerlöscher auf der Treppe, um das Schloss der Tür oben aufzubrechen. Sie wussten nicht, dass es auf der anderen Seite einen identischen Eingang gab, also konzentrierten sie sich nur auf eine Seite. Sie zerstörten keinerlei Mobiliar. Im Lieferwagen befanden sich Cola-Packungen, Federbetten und Kuchen. Ihr Plan war, ihre Kinder zu holen und im Wald zu verschwinden. Sie waren auf verschiedenen Substanzen und Alkohol. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und die Kinder wussten nicht, dass ihre Eltern hinter der Tür waren. Am Abend habe ich meinen Dienst wieder aufgenommen und meine Kollegin abgelöst. Eine ganz normale Nachtschicht also. An die verrückten Eltern, lasst uns nie wieder treffen. Christian. Man muss wissen, dass es in meiner Stadt, nicht weit von der Wohnung meiner Mutter, eine Ecke gibt, ein kleines Grundstück, wo abends viele Leute mit ihren Hunden spazieren gehen. Ich bin vor einem Jahr hierher gezogen und kenne daher die Gegend ein wenig und habe viele Leute getroffen, die dort mit ihren Hunden spazieren gehen. Ich habe einen 2-jährigen Hund, der bei meiner Mutter lebt, und wenn ich sie besuche, gehe ich ab und zu mit ihm hier spazieren, weil ich gerne Zeit mit ihm verbringe.
Er ist sehr sozial und wenn er sich mit einem anderen Hund gut versteht, schlage ich dem Besitzer vor, unsere Nummern auszutauschen, damit wir uns wiedersehen und die Hunde miteinander spielen können. Es gibt sogar eine Messenger-Gruppe für Einheimische, die mit ihren Hunden hierher kommen und manchmal schlagen wir gemeinsame Ausflüge vor. Ich weiß nicht mehr genau, wann ich den berühmten, seltsamen Nachbarn kennengelernt habe. Ich werde seinen richtigen Namen nicht verraten, aber da ich ihn nicht ständig den Nachbarn nennen möchte, nenne ich ihn Christian. Christian ist etwa 60 Jahre alt und geht immer mit seinem Hund spazieren. Er sieht nicht wie ein unheimlicher Typ aus, sondern eher wie ein harmloser Opa, der sehr nett und fürsorglich mit seinem Welpen umgeht. Ich sah und sehe ihn regelmäßig, wenn ich zu meiner Mutter fahre und mit meinem Hund auf das kleine Grundstück gehe, weil ich weiß, dass ich gegen 19 Uhr viele Spaziergänger treffe. Und Christian ist zwangsläufig immer dabei. Wir haben schnell unsere Nummern ausgetauscht und uns angefreundet, sodass ich ihn immer, wenn ich mit dem Hund rausgegangen bin, angerufen habe, damit er mich begleitet. Das war sehr nett. Er zeigte mir einige Plätze in der Umgebung, wo man Hunde ausführen konnte, vor allem abends. Wir konnten uns stundenlang unterhalten. Abends erzählte ich meiner Mutter davon und sie war nicht begeistert, dass ich mich mit Christian traf. Sie sagte, dass in letzter Zeit viele Nachbarn darauf bestanden hätten, sie zu warnen, da er tatsächlich einen sehr schlechten Ruf in der Nachbarschaft habe. Mehrere Nachbarn, mit denen ich mich regelmäßig traf, rieten meiner Mutter davon ab, mich mit ihm abzugeben. Es war merkwürdig, denn ich sah, wie Christian sich mit jedem in der Nähe des Grundstücks unterhielt. Ich dachte, alle würden ihn mögen. Aber nach den Worten meiner Mutter merkte ich, dass das nur aus Höflichkeit war und ich sah in ihren Blicken, dass sie ihm misstrauten und ich verstand nicht warum. Einige sagten, er sei von seiner Arbeitsstelle entlassen worden und es hieß, dies sei wegen seines unangemessenen Verhaltens gegenüber jungen Frauen geschehen. Mir ist auch aufgefallen, dass Christian lügt. An einem Tag sagte er, dass er noch arbeitet und bei seinen Eltern wohnt, an einem anderen, dass er allein lebt. Einige Nachbarn sagen, dass er sich sehr für Mädchen interessiert, weil er tatsächlich mit vielen Mädchen in meinem Alter herumhängt und es immer wieder schafft, sich Kindern zu nähern. Verdammt creepy. Als Beispiel erinnere ich mich an eine Mutter, die mit ihrem 4-jährigen Sohn in der Nachbarschaft spazieren ging und Christian hatte beschlossen, ihn zu folgen und mit dem Kleinen in Kontakt zu bleiben. Die Mutter ignorierte ihn völlig und beschleunigte ihre Schritte. Sie grüßte ihn nicht einmal, als ob sie ihm aus dem Weg gehen und sich so schnell wie möglich von ihm entfernen wollte. Christian ließ es schließlich auf sich beruhen. Danach hatte er mir angeboten, mit ihm noch etwas trinken zu gehen. Als er darauf bestand, habe ich ihm gesagt, dass mein Hund viel Schaden anrichtet und dass er, wenn ich ihn mit zu ihm nehme, sein Sofa zerstören oder Möbel beschädigen könnte. Christian antwortete, dass das kein Problem sei und schien über meine Ablehnung beleidigt zu sein. Er sagte sogar: Du weißt, dass ich dir nichts tun würde, oder? Er erzählte mir von seinen Fantasien über Prostituierte, dass er sie gerne jung hätte und dass er gerne eine vergewaltigen würde. Und dass er sich freuen würde, wenn ich zu ihm käme, um ein paar Substanzen auszuprobieren. Dass er mich seiner Clique vorstellen würde und dass wir alle zusammen LSD nehmen könnten. Ich bin ausgeflippt und sofort nach Hause gegangen. Manchmal wird er aggressiv, macht mir Vorwürfe und wird laut. Das Schlimmste? Eines Abends war ich mit meinem Freund unterwegs und wollte mit dem Hund Gassi gehen. Mein Freund war krank, er hatte Asthma und wollte lieber zu Hause bleiben. Als ich ihm sagte, dass ich mit Christian auf den Platz gehen wollte, weil mein Hund und sein Hund sich gut verstehen, wurde mein Freund wütend, weil er ihm auch nicht traute. Zu diesem Zeitpunkt, das war vor seinem seltsamen Vorschlag mit den Drogen und seinen Freunden, war ich ihm gegenüber nicht im Zweifel und misstraute ihm nicht. Ich hatte das Gefühl, ihn gut zu kennen. Ich ignorierte meinen Freund und ging mit dem Hund spazieren. Auf der Straße entschied sich mein Freund schließlich, mich zu begleiten, weil er sich sehr schlecht fühlte und diese seltsame Ahnung hatte, dass ich in Gefahr war. Ich war nicht dafür, dass er mitkam, weil er sich nicht gut fühlte, aber er war fest entschlossen, mich zu begleiten. Als wir auf dem Feld ankamen, war die Stimmung seltsam, denn Christian hatte nicht erwartet, meinen Freund zu sehen. Er war in Begleitung eines jüngeren Mannes, der ganz in Schwarz gekleidet war und den er mir als seinen Arbeitskollegen vorstellte. Es gibt einen großen Wald in der Nähe, etwa 20 Minuten zu Fuß, und Christian schlug vor, dass wir dorthin gehen, damit die Hunde mehr Platz haben. Wir machten uns auf den Weg, es wurde langsam dunkel und spät.
Mein Freund sah Christian und seinen Kollegen sehr böse an, während ich versuchte, eine coole Stimmung zu verbreiten, denn Unbehagen machte sich breit. Wir kamen in den Wald und ich unterhielt mich ab und zu mit seinem Kollegen, der ziemlich nett war. Wir waren auf dem Parkplatz am Waldeingang und je tiefer wir in den Wald gingen, desto merkwürdiger wurde es. Mein Freund wurde nervös und bat mich, nach Hause zu gehen. Da es erst der Anfang der Wanderung war, bat ich ihn um Geduld. Ich wollte meinen Hund von alleine lassen, damit er sich ein wenig austoben konnte. Mein Hund ist ziemlich gesellig und da er ein Border Collie ist, ist er sehr energisch und wird kaum müde. Er zog sehr stark an der Leine und verhielt sich sehr seltsam. Normalerweise war er gehorsam und freundlich, aber jetzt schien er defensiv zu sein, klammerte sich an mich oder versuchte zum Ausgang des Waldes zu rennen. Mein Freund und ich gingen voraus, Christian und sein Kollege liefen hinter uns her. Ich merkte, dass etwas nicht stimmte, als ich mich umdrehte und sah, dass sie weit hinten standen und meinen Freund und mich flüsternd beobachteten, als ob sie etwas ausheckten. In meiner ablehnenden Haltung bat ich sie zurückzukommen, damit wir die Hunde loslassen konnten und sie verhielten sich wieder normal. Das wiederholte sich mehrere Male. Wir gingen langsamer und wollten unbedingt, dass mein Freund und ich vorne waren, und sobald wir uns umdrehten, sahen wir, wie sie sich näherten und leise miteinander sprachen. Mein Freund warf ihnen einen eisigen Blick zu und blieb dicht hinter mir. Christian und sein Kollege sahen verwirrt aus und im Nachhinein weiß ich, dass mein Freund mich wahrscheinlich gerettet hat. Ich hatte das Gefühl, dass die beiden etwas vorhatten und dass das ungeplante Auftauchen meines Freundes ihren Plan durchkreuzte. Mein Freund machte keinen Hehl aus seinem Misstrauen und seiner Feindseligkeit ihnen gegenüber, als ob er sie abschrecken wollte. Ganz nach dem Motto: Ich ahne, was ihr vorhabt, und ich lasse euch das nicht durchgehen. Gegen Ende des Waldes kamen wir auf eine große Lichtung, auf der sich nie jemand aufhielt. Das war der perfekte Ort, um die Hunde loszulassen. Ich zog es aber vor, den Ausgang zu beobachten, denn Christian und sein Kollege vermittelten mir ein unangenehmes Gefühl. Sie wirkten frustriert und schwiegen, standen abseits und unterhielten sich, während sie uns beobachteten. Sie versuchten unauffällig zu sein, aber es gelang ihnen nicht. Dann verhielt sich mein Hund immer noch seltsam und mein Freund fühlte sich immer schlechter. Wir gingen ohne Schwierigkeiten nach Hause und danach versuchte ich, etwas Abstand zu gewinnen. Aber Christian war immer noch draußen. Ich rief ihn nicht mehr zu den Spaziergängen, aber er war immer da. Auch wenn ich einen anderen Weg nahm, war er zu jeder Tageszeit da. Das macht mir immer noch Angst. Er schickt mir noch immer regelmäßig Nachrichten und lädt mich zu sich nach Hause ein, um mit seinen Freunden, die auch alle alt sind, zu rauchen und einen Abend zusammen zu verbringen, wobei er sagt, dass ich bei ihnen sicher sein werde, dass ich es genießen würde. Ich habe gehört, dass er versucht hat, drei kleine Jungs mit in seine Wohnung zu nehmen und ihnen versprochen hat, sie so lange Videospiele spielen zu lassen, wie sie wollen. Mein Hund weigert sich immer noch, sich von Christian anfassen zu lassen, wenn wir uns begegnen, obwohl er eigentlich sehr umgänglich ist. Es passieren immer noch regelmäßig seltsame Dinge, wenn er mich trifft. Er versucht immer noch, mich mit allen Mitteln zu sich nach Hause zu locken, den Hund in den Hof seines Hauses zu bringen, weil das besser wäre als das Grundstück und so weiter. Er hat auch immer noch dieses unangemessene Verhalten mir gegenüber. Ich versuche, mich zu entfernen, aber er ist immer in der Nähe. Er versucht auch herauszufinden, wo genau ich wohne. Ich werde versuchen, mich von ihm fernzuhalten, ihm nicht mehr zu antworten und ich denke sogar daran, die Polizei zu rufen. Noch zögere ich. Wenn wieder etwas passiert, werde ich nicht zögern. X. Als ich 16 Jahre alt war, lernte ich einen Jungen namens X kennen, der mir auf den ersten Blick perfekt erschien. Er war nett, aufmerksam, hörte mir zu. Kurzum, er schien der ideale Mann zu sein. Aber ich wusste noch nicht, dass ich einem Monster begegnet war. Bei unserem ersten Date hatte ich ein mulmiges Gefühl, obwohl alles sehr gut lief. Am Ende unserer ersten Verabredung schlug er mir direkt vor, mit ihm zusammenzukommen, was natürlich viel zu früh war und ich lehnte ab. Aber als wir uns immer öfter trafen, verstanden wir uns sehr gut und auf den ersten Blick gab es keinen Grund, keine Beziehung mit ihm einzugehen, da er wie ein Märchenprinz aussah, also willigte ich ein paar Wochen später ein.
Am Anfang der Beziehung lief alles gut, aber wie man sich vorstellen kann, war es damit bald vorbei. Ich machte immer mehr erschreckende Entdeckungen. Schon sein Charakter gefiel mir überhaupt nicht mehr. Er versuchte mich von Anfang an mit teuren Geschenken zu manipulieren und sagte, das sei nur, damit ich ihn nicht verlassen würde. Ich fand heraus, dass er sehr obsessiv war, das heißt, dass er vom Geld besessen war. Er war sehr reich, aber auch sehr geizig und tat alles, um noch reicher zu werden. Er war besessen von mir, er sagte sehr schnell, dass er verliebt sei und er war auch auf eine perverse Art und Weise besessen. Ich werde nicht weiter darauf eingehen, denn einige Erinnerungen sind für mich immer noch zu hart. Ich fühlte mich immer mehr von seiner Besessenheit mir gegenüber unterdrückt. Ich war angewidert von ihm, weil wir nicht die gleichen Ansichten teilten. Er hatte behauptet, ein sehr guter Mensch zu sein, aber er war ein böser Mensch, klassenkämpferisch, rassistisch, frauenfeindlich, alles was ich hasste. Nach 2 Monaten Beziehung wollte ich ihn verlassen, aber ich entdeckte einige ziemlich schreckliche Dinge, die mich davon abhielten. Man muss wissen, dass er sehr reich war, weil seine Familie sehr reich war, aber auch, wie ich während der Beziehung herausfand, weil er selbst auf sehr illegale Weise Geld verdiente. Ich wusste, wenn er etwas tun wollte, hatte er das Geld und die Kontakte, aber ich glaubte nicht, dass er in der Lage wäre, Schaden anzurichten, bis ich eine Schusswaffe in seinem Handschuhfach fand und er mir immer mehr drohte. Eine seiner Drohungen, um mich davon abzuhalten, ihn zu verlassen, war, mir zu erzählen, was er einem Freund angetan hatte, der ihn verraten hatte. Ich weinte jeden Tag, ich konnte mich nicht mehr verstellen. Ich konnte die Beziehung nicht weiterführen, selbst ein Kuss war zu viel für mich. Also schrieb ich ihm eine Nachricht, dass ich einfach allein sein wollte und traf mich mit ihm, um ihm zu sagen, dass ich ihn verlassen würde. Als ich ihn verließ, wurde es leider nicht besser, im Gegenteil. Seine Besessenheit wurde immer größer und mein Abstieg in die Hölle begann. Am Anfang sagte er, er verstehe meine Entscheidung und wolle nur eine gewisse Verbindung aufrechterhalten, weil er sehr traurig war und ich auch nicht wollte, dass er etwas Dummes tut. X begann verrückt zu werden, er schickte mir immer mehr "Ich liebe dich" Nachrichten, obwohl er genau wusste, dass ich meinen Freiraum brauchte. Er wollte den Grund "Ich will allein sein" nicht mehr als Ausrede akzeptieren, um ihn zu verlassen. Und so setzte er sich in den Kopf, dass ich ihn betrügen müsse, dass ich ein Miststück sei, die ihm sein Geld stehle. Er wollte unbedingt, dass ich die Böse bin und wurde unkontrollierbar. Das ist eigentlich der Anfang der Geschichte. Ich war nun das Opfer einer ständigen, moralischen und obsessiven Belästigung. Er war ein echter Stalker, der schon vor unserer Beziehung von mir besessen war und danach noch besessener wurde. Als er mir sagte, wo ich mich auf dem sozialen Netzwerk Snapchat befand, blockierte ich ihn und von da an belästigte er mich jeden Tag auf Instagram, rief mich an, schickte mir E-Mails mit Pizzabestellungen, die er mit meiner E-Mail-Adresse aufgegeben hatte und schickte mir auch WhatsApp-Nachrichten. Aber das war noch nichts. Er hat mich davon abgehalten, ihn zu blockieren, indem er sagte, dass er sich sonst umbringen würde, aber als er anfing, mich zu sehr zu belästigen, hatte ich keine andere Wahl für meine psychische Gesundheit und konnte mich nicht mehr auf seine Launen einlassen, also entschied ich mich, ihn auf Instagram und am Telefon zu blockieren. Das ist der Punkt, an dem die Geschichte verrückt wird. Es war nicht nur ein Account, der mich belästigte, sondern mindestens 8 auf insgesamt 3 meiner Accounts. Nur, dass er sie alle kennen musste, da ich 2 Instagram-Accounts hatte, die komplett privat waren, was sehr seltsam war. Ich hatte auch mehrere Telefonnummern, die mich anriefen. Er hatte verschiedene Nummern gekauft, um mich endlos zu belästigen. Die Drohungen nahmen zu und sein Ziel war es, mich in den Selbstmord zu treiben. Es war zu der Zeit, als ich in Quarantäne war, als er 3000 Euro von mir verlangte, damit ich meine Ruhe hätte. Sonst würde er mich nicht in Ruhe lassen. An einem Tag konnte er mich beleidigen und am nächsten um Verzeihung bitten. Auf Instagram wurde es seltsamer, wenn ich ein Konto blockierte, funktionierte es nicht mehr. Ich fand heraus, dass er meine 3 Instagram-Konten gehackt hatte. Er hatte alle meine Konversationen durchsucht, um zu sehen, mit wem ich sprach und vor allem, um mich selbst zu entsperren. Er sprach sogar mit mir über meine eigenen Konten. Mein psychischer Zustand verschlechterte sich. Ich fühlte mich eingesperrt, meiner Ruhe und Freiheit beraubt. Er rief mich an und sagte mir, dass der beste Mord ein Selbstmord wäre, dass er mir wehtun würde oder dass er mich liebte. Ich informierte meine Eltern und auch seine Eltern, aber es änderte sich nichts. Ich konnte das Haus nicht mehr verlassen,
Er fuhr ständig durch mein Viertel, um mich zu sehen. Ich musste in Begleitung ausgehen oder ich ging nicht, weil ich sonst das Schlimmste riskiert hätte, weil er so verrückt geworden war. Das leiseste Geräusch in den Gängen am Abend hielt mich stundenlang wach, während ich meine Tür verbarrikadierte. Ich hörte ihn am Telefon sagen, dass er meinen Vater umbringen würde, dass er seine Drohungen wahrmachen würde, so wie er es mir gesagt hatte, dass er mich und meine Familie in den Abgrund reißen würde. Ich habe noch am selben Tag Anzeige erstattet. Leider wurde ich von den Polizisten nicht gut behandelt. Sie haben mich überhaupt nicht ernst genommen. Ein Jahr nach meiner Anzeige ist immer noch nichts passiert. Sie haben nichts unternommen, während dieser Junge mich weiterhin ungestraft zerstört hat. Er wurde immer gewalttätiger. Er hat ungefähr 7-mal die Reifen des Autos meiner Mutter aufgeschlitzt. Außerdem zerkratzte er die Karosserie mit einem Messer und legte die Klinge direkt daneben. Einige Leute erzählten mir, sie hätten sogar Gerüchte gehört, dass er jemanden für den Mord an meinem Vater bezahlt habe. Alles in allem hörten meine Belästigung auch nach einem Jahr, in dem ich die Anzeige erstattet hatte, nicht auf. Es war nur jeden Tag ein bisschen weniger, weil er sich diskreter verhielt, aber es änderte sich nichts. Ich konnte nicht aus dem Haus gehen, ohne eine kleine Dose Tränengas bei mir zu haben oder in Begleitung zu sein. Ich kann dir leider nicht auf den ganzen psychologischen Aspekt meiner Belästigung und die manipulativen Methoden eingehen, die er anwandte, aber es war die Hölle. Er kannte keine Gnade. Bis heute weiß ich nicht, was passiert wäre, wenn ich ihm allein begegnet wäre. Die Moral dieser Geschichte ist, dass wir uns heute in Frankreich zu unserer eigenen Sicherheit selbst einsperren müssen. Wir sind die Opfer, die ihrer Freiheiten beraubt wurden, während unsere Peiniger friedlich und ungestraft leben. Meine Belästigung endete nicht dank der Justiz, sondern weil mein Stalker an einer Krankheit starb und ich auf seinen Tod warten musste, um frei zu sein. Weil ich ihn nach 3 Monaten Beziehung verlassen hatte, wurde ich fast 1,5 Jahre lang belästigt. Ich kann mir nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn ich länger bei ihm geblieben wäre. Ich hatte ständig Angst zu sterben und bekam stressbedingte Herzprobleme. Ich habe immer noch Albträume, mein Stalker lebt. Ich erhole mich langsam, aber es ist nicht leicht. Danke, dass du mir zugehört hast. Der Lieferwagen. Diese Geschichte ereignete sich vor etwa einem Monat während der Karnevalsferien. Ich bin Belgierin und deshalb dauert mein Urlaub nur eine Woche. Ich bin mit meiner Mutter, ihrem Partner und unserem 5 Monate alten Welpen für eine Woche nach Südfrankreich gefahren. Unser Haus ist Teil einer Wohnsiedlung, das heißt, es gibt mehrere Häuser, die entlang einer Allee gruppiert sind. Wir haben also Nachbarn rechts und links von uns, aber auch hinter unserem Haus. Man muss auch wissen, dass meine Eltern das Haus kurz vor meiner Geburt gekauft haben und ich kenne es wie meine eigene Westentasche. Außerdem haben wir dort ein befreundetes Ehepaar, das eines der beiden Häuser hinter unserem Haus besitzt. Die Fahrt dorthin hat 11 Stunden gedauert, mit Pausen waren es 12 Stunden. Der Hund war sehr ruhig, weil er nichts tun konnte. Am selben Abend, als wir ziemlich spät ankamen, luden uns unsere Freunde zu sich nach Hause zum Essen ein. Da der Hund nicht mit nach Hause darf, muss er mindestens 2 Stunden allein in unserem Haus bleiben. Aber das war neu für ihn, er kannte das nicht. Also schlug ich meiner Mutter vor, mich 1 Kilometer vor dem Haus abzusetzen, mir den Weg zu erklären und mit dem Hund zu Fuß nach Hause zu gehen. Damit wäre er ausgepowert und würde nur schlafen, während wir weg waren. Aber während des Spaziergangs verlief ich mich. In der Ferne sah ich das Plakat des Hotels gegenüber der Siedlung und wusste, wohin ich gehen musste. Da es aber noch hell war, 19 Uhr, beschloss ich mir Zeit zu lassen, um das Auto nicht ausräumen zu müssen. Aus Faulheit, ich will nicht lügen. Da fuhr ein dunkelblauer Lieferwagen vorbei, öffnete das Fenster und pfiff mir zu. Für eine Frau eine ebenso alltägliche wie langweilige Begegnung. Ich achtete nicht darauf und beendete meinen Spaziergang. Am nächsten Tag wachte ich ziemlich spät auf und meine Mutter erzählte mir, dass sie und mein Stiefvater mit ihren Freunden zum Mittag in einem Restaurant essen gehen, das ziemlich gehoben ist und schlägt vor, dass ich mitkomme. Ich hatte Angst, dass es mir nicht so gut schmecken würde, also sagte ich ihr, dass ich bleiben und mir ein Sandwich machen werde, damit der Hund nicht wieder alleine ist. Meine Eltern gingen weg und bevor ich mir etwas zu essen machte, beschloss ich, mit dem Hund am großen See in der Nähe spazieren zu gehen.
Ich ging ein Stück, dann blieb ich stehen und ließ den Hund laufen. Ich saß und telefonierte mit einer Freundin, als ich in der Ferne eine Gestalt sah, die sich nicht bewegte und mir zugewandt schien. Ich achtete nicht darauf, aber ich konnte sie nicht gut sehen, weil sie weit weg war und ich meine Brille nicht dabei hatte. Ich dachte mir, dass die Person vielleicht den Kopf geneigt hatte und eine Nachricht schrieb, deshalb bewegte sie sich nicht und schaute in meine Richtung. Ich war ziemlich paranoid und fühlte mich nicht sehr wohl. Sobald der Hund sein Geschäft erledigt hatte, hob ich es auf und ging sofort weg. Ich schaute zurück und sah, dass der Mann wieder angefangen hatte zu laufen. Da ich paranoid war, winkte ich meinen Hund zu mir und rannte mit ihm los. Ich kam zu Hause an und begann nervös zu lachen. Es war total lächerlich, was ich gerade getan hatte, vor allem, weil der Typ nichts getan hatte. Meine Eltern kamen nach Hause, alles war in Ordnung und 2 Tage lang passierte nichts. Eines Abends beschlossen meine Eltern, wieder in ein Restaurant zu gehen und ich sagte ihnen, dass ich zu Hause blieb, aber da sie auf dem Rückweg an einem McDonald's vorbeikämen, wäre es cool, wenn sie mir auf dem Rückweg etwas mitbringen würden. Sie gingen, sagten mir aber, dass sie diesmal mindestens 4 Stunden brauchten, weil das Restaurant so weit weg war. Ich ging noch einmal mit meinem Hund Gassi und als ich zurückkam, stand jemand vor meinem Haus und starrte es an, als wartete er darauf, dass jemand aus dem Haus kam. Wie gesagt, ich bin wirklich paranoid, vor allem weil die Gestalt der Person, die ich vor 2 Tagen gesehen hatte, sehr ähnlich war. Ich stellte mir 1000 Fragen und merkte schnell, dass ich den Kerl auf keinen Fall fragen dürfte, was er wollte. Ich beschloss, mit meinem Hund zum Haus unserer Freunde zu gehen. Sie waren nicht da, aber ich weiß, wo der Schlüssel liegt. Ein genialer Plan, fand ich, und so machte ich mich auf den Weg zum Haus unserer Freunde. Nur, dass mein Hund eine Möwe entdeckte und anfing zu bellen. In diesem Moment machte ich mir in die Hose und schaute zu dem Mann, der vor meinem Haus stand. Er drehte sich abrupt zu mir um und lächelte mich an, aber es war eindeutig kein beruhigendes Lächeln. Ich tat so, als würde ich einfach in ein anderes Haus gehen. Ich kannte diese Leute da drin nicht, aber ich gab ihnen ein Zeichen, dass sie mich hereinlassen sollten, und Gott sei Dank ließen sie mich herein, ohne zu fragen. Der Mann verlor sein Lächeln und ging wieder. Ich erklärte den Leuten, einem älteren Ehepaar alles und rief meine Mutter an, die mir sagte, dass ich mich bei ihren Freunden verstecken sollte, bis sie nach Hause kämen. Ich bedankte mich bei dem Ehepaar und ging. Als ich bei den Freunden ankam, setzte ich mich zu ihnen an den Tisch und da ich eine Stunde warten musste, schaute ich mir auf Netflix eine Serie an. Ich fühlte mich sicher, weil die Tür geschlossen war und auch die Fensterläden, sodass niemand hineinschauen konnte. Irgendwann pinkelte der Hund ins Haus und ich brachte ihn in den kleinen Vorgarten, bis ich aufgeräumt hatte. Da fing er an zu bellen. Ich rannte los und als ich wieder herauskam, sah ich den Mann vor dem Zaun zum Garten stehen und mich anstarren. Ich war wie gelähmt und konnte keinen klaren Gedanken fassen. Ich war gefangen und da es Winter war und die umliegenden Häuser unbewohnt waren, gab es niemanden, der mir helfen konnte. Der Mann hob die Hand, um das Tor zu öffnen und ich dachte, wenn ich schreie, würden sie mich hören, denn das Haus stand mit dem Rücken zu mir und meine Nachbarn waren da. Ich schrie aus Leibeskräften um Hilfe, während ich in Tränen ausbrach. Unter meinen Schreien rannte der Mann weg und stieg in einen marineblauen Lieferwagen. Genau dem, der mich am Tag meiner Ankunft angepfiffen hatte. Meine Nachbarn kamen und fanden mich weinend auf der Terrasse, während mein Hund immer noch den Mann anbellte. Schließlich kam meine Mutter nach Hause und nachdem sie gehört hatte, was mir passiert war, beschloss sie, dass wir unsere Sachen packen und sofort abreisen sollten. Als sie zu Hause ankam, stellte sie fest, dass alles auf dem Kopf stand, weil ich die Tür nicht geschlossen hatte, als ich mit dem Hund spazieren gegangen war. Wir gingen zur Polizei und gaben eine Beschreibung des Mannes und des Autos. Wir erfuhren, dass der Mann bereits wegen Körperverletzung von Minderjährigen verhaftet worden war. Ich hatte so ein Glück. In letzter Sekunde. Es war ein Donnerstagabend, eine Studentenparty in Rennes, es war ungefähr 2018, ich und meine Mitbewohner organisierten einen Abend in einer Bar. Also transportierten wir das gesamte Equipment, Lautsprecher, Plattenspieler, Mischpult und so weiter, in meinem umgebauten Van, ein schwarzer Mercedes Vito, Baujahr 98, getönte Scheiben.
Ein paar Monate vor diesem Abend habe ich einen Welpen adoptiert, einen holländischen Schäferhund namens Scratch, der sehr beschützerisch ist und schon einige gewalttätige Szenen an mir miterlebt hat, weshalb er sehr schnell auf Männer reagiert und sie nicht mag. Wegen seiner Verhaltensprobleme nehme ich ihn überall mit hin, weil ich in einer Wohngemeinschaft lebe und nicht möchte, dass jemand, den er nicht kennt, in die Wohnung kommt und gebissen wird. Wenn ich mit ihm zusammen bin, kann ich die Situation vorhersehen und alles läuft so gut wie möglich. Also packen Scratch und ich die ganze Ausrüstung in den Lastwagen. Die anderen nehmen ein zweites Fahrzeug. Die Bar befindet sich in der berühmten Rue de la Soif, einer Fußgängerzone, die vor allem bei Studentenpartys sehr belebt ist, sodass ich den Van natürlich nicht in der Nähe der Bar parken kann, sondern die Ausrüstung ausladen und den Truck weiter wegpacken muss. Nachdem ich die Ausrüstung ausgeladen habe, parke ich den Van etwa 500 Meter entfernt auf einem kleinen beleuchteten Parkplatz, aber um von dort zur Bar zu gelangen, muss ich drei lange, dunkle Straßen durchqueren. Ich bin misstrauisch und nicht sehr mutig, also nehme ich Scratch mit. Ich lasse ihn immer mit einer Decke und Wasser im Transporter, weil die Scheiben getönt sind, sodass man ihn nicht sehen kann. Die Diebstahlgefahr ist geringer und außerdem ist es für ihn angenehmer, als unter vielen Leuten mit lauter Musik in den Ohren zu sein. Ich will ihn später in Begleitung zum Transporter zurückbringen, damit ich nicht alleine zur Bar zurückgehen muss. Der Abend beginnt, die Leute trinken, ich bleibe völlig nüchtern. Scratch fühlt sich langsam unwohl, da alle ihn streicheln wollen. Also beschließe ich, ihn mit meiner Freundin Ilona zurück zum Van zu bringen. Dort beginnt die eigentliche Geschichte. Auf dem Weg dorthin wird mein Hund unruhig. Er schaut überall hin und formt mit seinem Fell einen Buckel. Das macht er oft, wenn er angreifen oder beißen will. Ich denke mir, das liegt an der Feiertagsstimmung und er muss sich darüber aufregen, also beruhige ich ihn mit einem Lachen. Er beruhigt sich und wir gehen weiter. Als wir am Van ankommen, setze ich Scratch auf den Rücksitz und gebe ihm einen Kuss, aber ich merke, dass er angespannt ist. Seine Augen sind weit aufgerissen und er macht nicht den Eindruck, als wolle er, dass ich weggehe. Ich bleibe 5 Minuten bei ihm, dann schließe ich die Tür, aber ich schließe den Transporter aus Sicherheitsgründen nicht ab, damit wir die Tür öffnen können, wenn er Probleme hat. Wenn Leute kommen, bellt er sehr laut, das schreckt sie ab. Wir gehen in die andere Richtung. Unterwegs erzählt mir meine Freundin leise, dass uns ein Mann von weitem folgt. Er ist groß und hat eine Kapuze auf. Wir können sein Gesicht nicht erkennen, weil es so dunkel ist. Er geht allein. Ich antworte ihr, dass er wahrscheinlich in die Bar müsse, aber um ihre Befürchtungen zu überprüfen, nehmen wir eine Parallelstraße, die unseren Weg verlängert, aber beleuchtet ist. Wenn der Mann zur Bar geht, wird er uns nicht folgen, sondern den kürzeren Weg nehmen. Wir gehen also die Straße entlang und der Mann folgt uns nicht mehr. Perfekt. Wir kommen in der Rue de la Soif an, der Mann ist da, aber er geht in keine Bar. Er steht nur da und starrt uns an. Ilona geht zu ihrem Freund und bittet ihn, mit ihr zu kommen und dem Mann zu sagen, dass er uns in Ruhe lassen soll. Der Mann antwortet nicht und geht weiter. Eine Stunde vergeht und ich möchte zum Transporter zurückkehren, um nach Scratch zu sehen, ob er sich etwas entspannt hat, da ich mir wegen seines ängstlichen Verhaltens vorhin Sorgen gemacht habe. Ich gehe mit Ilona zurück zum Transporter. Wir gehen auf die beleuchtete Straße und die Stimmung ist schlecht. Wir gehen herum, schauen uns um, aber nichts. Aber die Atmosphäre ist trotzdem unangenehm. Wir gehen ein paar Schritte und dann taucht wie aus dem Nichts der Mann hinter uns auf. Wir drehen uns nicht um, aber Ilona sieht ihn, als er seine Zigarette vom Boden aufhebt, die ihm gerade aus der Hand gerutscht war. Er war zwischen uns und der Bar, was bedeutete, dass die einzige Möglichkeit für uns, jemanden zu erreichen, darin besteht, in die dunkle Straße zu rennen und dann zur Bar zu gehen, was ihn dazu bringen könnte, zu reagieren. Oder wir gehen einfach weiter bis zum Lieferwagen, da dies ein Parkplatz ist und dort viele Leute sein werden. Wir entscheiden uns für die zweite Option, aber das ist gefährlich, weil wir mit dem Rücken zu ihm stehen und ihn nicht sehen können. Ich mache also einen verrückten Move. Ich mache eine Story im Selfie-Modus, sodass ich ihn im Hintergrund sehen kann. Wir laufen immer schneller, haben noch 100 Meter vor uns. 100 Meter zu viel vielleicht. Plötzlich beginnt der Mann zu rennen. Nein, nicht zu rennen, zu sprinten. Und zwar auf uns zu. Er hat wohl gemerkt, dass wir ihn bemerkt haben.
Wir legen den Sprint unseres Lebens hin. Ilona fällt ca. 10 Meter vom Van entfernt. Der Parkplatz ist leer, es ist 1 Uhr nachts. Letzte Möglichkeit, Scratch. Ich erreiche den Van und öffne die Tür. Scratch springt auf, wütend, und bellt wie ein Verrückter. Er rennt auf den Mann zu, trifft ihn mit der Schnauze am Oberkörper und der Mann fällt nach hinten. Scratch dreht sich um uns zu sehen, dann dreht er sich zu dem Mann um, der sich ihm an den Hals werfen will. Der Mann hat nicht einmal Zeit, sich aufzurichten, als Scratch seinen Arm packt. Der Mann zieht seine Jacke aus, die Scratch am Ärmel festhält, und rennt weg. Ich rufe die Polizei, die nicht weit von unserer Straße entfernt ist. Wir geraten in Panik, werden aber gerettet. Unser erster Reflex war, Scratch ganz fest in den Arm zu nehmen, wir beide. Danke, mein Hund. Scratch musste 2019 zur Rehabilitation, da sich seine Verhaltensprobleme gegenüber Menschen offensichtlich verschlimmert hatten. Er ist immer noch ein außergewöhnlicher Hund, aber er ist viel besser in Form. Wir leben nicht mehr in der Stadt und werden auch nie wieder dort leben. Von der Polizei habe ich auch nie wieder etwas gehört. Keine Ahnung, was der Mann von uns wollte, aber ich kann es mir denken. Vertraut dem ungewöhnlichen Verhalten eurer Tiere, sie spüren alles. Danke nochmal, Scratch, und an den unheimlichen Mann. Lass uns nie wieder treffen. Lyon. Lieber Leser, dein Weg hat sich mit dem meiner Geschichte gekreuzt. Ich hoffe, dass die geheimnisvolle Begegnung, von der ich dir erzählen werde, dich mindestens so sehr fesseln wird, wie sie mich gefesselt hat. Bevor ich sie erzähle, muss ich dir den Hintergrund und die Hauptfigur vorstellen. Wie jede Geschichte, die es wert ist, erzählt zu werden, macht auch diese nur Sinn, wenn man ihren Hintergrund kennt. Also lass mich vorstellen und dir den Ort dieser düsteren Begegnung beschreiben. Lyon ist eine freundliche Stadt, deren Einwohner und Besucher die Geselligkeit in den lauten Bars, Bouchons und Restaurants mit ihrer einladenden Atmosphäre ebenso zu schätzen wissen, wie die Ruhe in den Parks, auf den Plätzen und in den Gärten, die sich in den Hügeln verstecken. Jeder kann sich treiben lassen und zwischen dem festlichen Treiben in der Rue Mercière, der frischen Luft im Parc de la Tête d'Or, der Ruhe im Jardin des Curiosités und dem beruhigenden Lachen bei den Aufführungen des Guignol schlendern. Aber, lieber Leser, lass dich nicht täuschen. Dieses friedliche Erscheinungsbild der Stadt ändert sich mit Einbruch der Dunkelheit, wenn die letzten Unvorsichtigen nach Hause gegangen sind und sich eine schwere und beunruhigende Stille über die Stadt legt. Die Ablenkungen und Geräusche des Tages verbergen dann nicht mehr die vielen Geheimnisse der Stadt. In dieser tiefen Nacht offenbaren sich die wenigen nächtlichen Bewohner und wandern durch den unheimlichen Nebel. So beginnen die Streifzüge der Plünderer, die okkulten Riten der Geheimbünde und andere Aktivitäten, deren Inhalt weder du noch ich kennen sollten. In dieser düsteren, neuen Stadt ranken sich viele Mythen und Legenden um Lugdunum, die Hauptstadt der schwarzen Magie, und andere Zaubereien mit einer oft düsteren Geschichte. Diese unheilvolle Geschichte kann man im Mondschein an den massiven Mauern des ehemaligen Gefängnisses von Mont-Luc lesen oder an den engen und stillen Gassen der Altstadt flüstern hören. Inmitten dieser makabren Maschinerie nutzte auch ich die Nacht für meine Aktivitäten. Seit Jahren begebe ich mich im Schutz der Dunkelheit an die verlassenen Orte unserer Stadt, um die Überreste dieser alten Geschichte aufzuspüren. So navigiere ich mich mit meinen Rangern und meiner Stirnlampe zwischen den prächtigsten Dächern der Stadt und den unheimlichsten Untergeschossen, vorbei an verlassenen, postapokalyptisch anmutenden Gebäuden und Krankenhäusern, verfallenen Häusern oder Herrenhäusern am Rande der Stadt. Jede dieser Erkundungen wäre eine eigene Geschichte wert, aber eine der verrücktesten passierte mir vor etwas mehr als einem Jahr, und von ihr soll hier die Rede sein. Wie jeder anständige Nachtforscher in Lyon suchte ich vor allem nach einem Netz von unterirdischen Gängen, die hier Fischgräten genannt werden. Wissenschaftler, Archäologen und andere Experten sind sich über die genaue Entstehungszeit und die Funktion des Bauwerks nicht einig. Immerhin wurden dort menschliche Gebeine gefunden, die denen in den Pariser Katakomben in nichts nachstehen, und es heißt, dass sich manchmal seltsame Reisende aus unerfindlichen Gründen dorthin verirren.
Ich habe Monate damit verbracht, jede Spur zu verfolgen, um einen Zugang zu diesen unterirdischen Gängen zu finden. Aber die alte Kirche Saint-Bernard und die Kirche des guten Hirten erforscht. Ich rate davon ab, sie zu betreten. Sie sind jetzt alarmgesichert. Ich bin durch Galerien und Gedärme unter dem Hügel des Croix Rousse gekrochen und habe sogar dem Gestank der Kanalisation und der Ratten getrotzt. Aber ohne Erfolg. Eines Tages machte mich ein Freund auf einen neuen Tipp aufmerksam, der mir helfen könnte, zum Gral zu gelangen. Ein Keller, dessen Eingang sich irgendwo unter dem Chartreux befindet. Wieder zwänge ich mich durch einen schmalen Eingang und gelange zu einer Röhre, die unter dem Hügel hindurchführt. Nachdem ich die Leiter hinuntergeklettert bin, muss ich nur noch leise zwischen den Steinwänden weitergehen. Die Erkundung beginnt wunderbar, denn nach einem 50 Meter langen Gang trete ich in ein wahres Netz von Gängen. Es ist zwar nicht das Netz der Fischgräten, aber ein riesiger neuer Spielplatz tut sich vor mir auf. Wie immer, bevor ich mit der Erkundung eines Ortes beginne, nehme ich mir Zeit, die Atmosphäre auf mich wirken zu lassen. Ich genieße die Stille in der Tiefe, die nur von den Wassertropfen unterbrochen wird, die von der Decke fallen. Das Licht meiner Stirnlampe erhellt den Stein, es spiegelt sich in der Feuchtigkeit der Wände und in den Tropfen, die über meinem Kopf abperlen, und ich ertappe mich sogar dabei, dass ich angesichts dieses fast beruhigenden Bildes eine große Ruhe empfinde. Beruhigt, aber immer noch vorsichtig beginne ich meinen Rundgang, der nur durch das Auftauchen eines Salamanders in einem Gang gestört wird. Ich versuche, das gesamte Netz zu durchqueren, aber es erweist sich als äußerst komplex. Die Gänge ähneln sich und kreuzen sich, was mein Vorankommen sehr langsam und schwierig macht, denn ich will mich in diesem Labyrinth aus Stein nicht verirren. Nach 2 Stunden erreiche ich einen etwa 10 Quadratmeter großen Raum, in dem mir sofort etwas Besonderes auffällt. Auf dem Boden liegen Knochen von kleinen Tieren und Federn, vermutlich von Nagetieren und Vögeln. Ich bin überrascht, denn es ist das erste Mal, dass ich auf solche Überreste stoße, und ich frage mich, warum diese Knochen, wahrscheinlich nicht mehr als 3 oder 4 Tiere der Menge nach zu urteilen, in diesem Raum versammelt sind. Vielleicht ein Tier, das in diesem Untergrund jagt. Aber unter der Erde gibt es doch gar keine Vögel. Mein Zögern ist nur von kurzer Dauer, denn nur 15 Sekunden nachdem ich den Raum betreten habe, höre ich ein Geräusch hinter mir. Zuerst denke ich an ein Tier, aber das Geräusch wird immer deutlicher und bald erkenne ich Schritte. Jemand bewegt sich durch die Stollen und er gibt sich keine Mühe, leise zu sein. Seine Schritte hallen überall wieder. Die Stille vor der Ankunft des Unruhestifters scheint sich in einen ohrenbetäubenden Lärm verwandelt zu haben, der im krassen Gegensatz zur vorherigen Ruhe steht. Panik macht sich in mir breit. Normalerweise habe ich keine Angst davor, auf meinen Erkundungstouren von Fremden gestört zu werden, obwohl ich versuche, ihnen so weit wie möglich aus dem Weg zu gehen. Man weiß nie, wem man begegnet. Aber es kommt vor, dass ich an verlassenen Orten fast Auge in Auge mit anderen Neugierigen oder Menschen stehe, oder dass mich ein Wächter an einem Gebäude entdeckt, in dem ich nicht willkommen bin und nach mir sucht. Aber keine dieser Möglichkeiten ist hier denkbar. Jemand, der diesen Ort zum ersten Mal erkundet, wäre sicher vorsichtig und leise. Der schwierige Zugang und die Feuchtigkeit machen einen solchen Ort unbewohnbar, und kein Wächter hat die Aufgabe, alte Stollen zu bewachen. Die Erfahrung sagt mir also, dass keine dieser Möglichkeiten in Frage kommt, was mich eigentlich beruhigt hätte. Stattdessen läuft mir ein Schauer über den Rücken und ich mache mich auf den Weg. Die wenigen Begegnungen, die ich hatte, waren zudem alle an der Oberfläche, mit mehreren möglichen Ausgängen. Hier befinde ich mich in einem Netz von Untergeschossen, aus dem ich nur einen Ausgang kenne und in dem die Einschließung total ist. Die Situation ist also ganz anders, und mit anders, lieber Leser, hast du verstanden, dass ich Schlimmeres meine. Ich habe mehrere Möglichkeiten, aber es ist natürlich sehr schwierig, in solchen Momenten zu denken. Ich kann umkehren, also auf den Eindringling zugehen, ich kann den zweiten Gang nehmen, der aus diesem Raum herausführt, eine Galerie, die ich noch nicht erforscht habe und deren Eingang neben dem ersten Tunnel liegt. Ich kann mich schließlich am Ende des Raumes hinter einem großen Haufen Erde und Kies verstecken. Ich muss schnell überlegen und entscheide mich für die dritte Möglichkeit, denn die erste ist schlichtweg undenkbar und die zweite würde mich zwingen, ins Ungewisse zu gehen, was mir in Anbetracht der Situation sehr unklug erscheint.
Also bewege ich mich so schnell und leise wie möglich auf den Hügel zu, verstecke mich dahinter und lösche mein Licht. Nun stehe ich in völliger Dunkelheit, orientierungslos, erschreckt durch das Geräusch der Schritte, das immer lauter wird, ebenso wie meine Angst. Mein größter Wunsch ist es, dass der Fremde in einen anderen Teil des riesigen Netzes geht. Schließlich gibt es keine Anzeichen dafür, dass er genau hier und nicht woanders hin will. Aber die Schritte kommen unaufhaltsam näher und ich beginne zu glauben, dass es besser wäre, durch den anderen Tunnel zu fliehen. Das Problem ist, dass ich mich nicht bewegen kann. Ich habe Angst, dass ich zufällig entdeckt werde, wenn ich meine Stirnlampe wieder einschalte, oder dass diese Person an der Ecke des Ganges auftaucht, wenn ich mich vom Hügel zum anderen Ausgang des Raumes bewege. Ich kann nur warten und hoffen, ja, beten, machtlos gegen die sich nähernden Schritte und, man muss es so sagen, entsetzt über das, was ich sehe. Meine Angst erreicht ihren Höhepunkt, als die tiefe Schwärze der Gänge, in die ich mich gehüllt habe, um verborgen zu bleiben, verschwindet. Aus der Tiefe des ersten Ganges dringt jetzt ein Licht. Eine Fackel, die sich jetzt in der Feuchtigkeit des Felsens spiegelt und mir zeigt, dass der Eindringling sich von Anfang an auf diesen Raum zubewegt hat, um dort wer weiß welche abscheuliche Absicht zu erfüllen. In der einen Hand hält er ein Huhn, in der anderen ein Nagetier, beide tot, und zwischen den Zähnen hält er eine Taschenlampe, die ihr starkes Licht voll auf die Wand wirft, sodass ich ihn erkennen kann. Dieser Mann ist schrecklich. Er trägt einen sehr abgenutzten Anzug mit Krawatte, der seinen muskulösen Körper enthüllt, der fast so breit ist wie die Galerie. So breit, dass ich mich frage, wie er es geschafft hat, sich durch einige der sehr engen Gänge des Netzes zu zwängen. Sein Kopf ist von seinen langen, struppigen Haaren verdeckt, da er sehr gebeugt steht, um den Raum zu erreichen. Selbst am helllichten Tag und an der Oberfläche wäre mir ein solcher Koloss unheimlich vorgekommen, aber hier ist die Angst, die er auslöst, um ein Vielfaches größer. Langsam bewegt er sich vorwärts. Vernünftigerweise hätte ich mich ganz hinter dem Hügel verstecken sollen, aber ich habe Angst, dass die geringste Bewegung meine Anwesenheit verraten könnte und ich bin nicht in der Lage, auch nur einen Muskel zu bewegen, also ragt ein Teil meines Kopfes aus dem Haufen heraus. Der einzige Hinweis auf mein Eindringen. Zum Glück ist der Raum nicht vollständig mit Geröll oder Sand bedeckt, sondern alles ist aus dem Fels gehauen, sodass keine Fußspuren darauf hinweisen, dass sich ein Besucher im Schatten versteckt. Der Eindringling fühlt sich in dieser unangenehmen Umgebung sehr wohl und betritt den Raum nur wenige Meter von mir entfernt. Er macht sich nicht einmal die Mühe, sich zu vergewissern, dass er allein ist, indem er in alle vier Ecken des Raumes leuchtet, sondern legt seine Fackel neben den beiden vermutlich toten Griffen auf den Boden und macht sich wütend daran, das Huhn zu rupfen. Überwältigt von diesem makabren Anblick, der mir bestätigt, dass dieser Mann nicht ganz richtig im Kopf ist, kann ich kaum atmen und starre minutenlang auf den Koloss, der sich an seinem Werk abarbeitet, und frage mich, was er wohl vorhat, wenn er seinem Opfer die Haut abgezogen hat. Die Anstrengung macht ihm zu schaffen, die Federn verteilen sich im ganzen Raum und verschmutzen den ohnehin schon muffigen und ekelhaften Steinboden noch mehr. Ich habe Angst und traue mich erst ein Foto zu machen, als er aufhört und in seinen Hosentaschen nach einem Gegenstand sucht. Ich beschließe, meine Chance zu nutzen, bleibe aber äußerst vorsichtig, denn meine größte Angst ist, dass die Helligkeit meines Bildschirms in der Dunkelheit seine Aufmerksamkeit erregen könnte. Wer weiß, was mit mir passiert, wenn er entdeckt, dass ein unwillkommener Beobachter seine Machtdemonstration an diesem unglücklichen Huhn ausnutzt. Leider komme ich nicht einmal dazu, den Bildschirm einzuschalten. Beim Versuch, mein Handy in der Gesäßtasche zu erreichen, während ich mich bereits hinter dem Erd- und Steinhaufen ducke, verliere ich das Gleichgewicht und muss, um nicht nach vorne zu fallen, meine Hand auf den Schutthaufen legen. Das leise Geräusch erregt sofort die Aufmerksamkeit des Eindringlings, der nach der Fackel greift und in meine Richtung leuchtet. Mein Herz setzt einen Schlag aus. Die Situation wird wirklich gefährlich und ich habe keine Möglichkeit, mich zurückzuziehen. Ich habe keine Zeit, mich zu verstecken, denn ich wage es immer noch nicht, mich zu bewegen. Der Koloss entdeckt meine Anwesenheit in einem Moment, der mir wie einer meiner letzten Augenblicke vorkommt. Geblendet von der Fackel, die direkt auf mich gerichtet war, konnte ich nichts mehr sehen, aber was dann geschah, widersprach all meinen Vorhersagen.
Ich erwartete, dass man mich anspringen oder mir sonst etwas zustoßen würde, aber stattdessen floh der Mann und rannte dem mir unbekannten Gang entlang, ohne seine tierische Beute mitzunehmen. Die Gründe, die ich mir für diese Flucht einbilde, werde ich am Ende meiner Erzählung erläutern, also hab Geduld, lieber Leser. Jetzt müssen wir uns auf das Geschehen konzentrieren. Angesichts dieser unerklärlichen Flucht habe ich im Augenblick keine Zeit zum Nachdenken und muss meine Entscheidungen in der Hitze des Gefechts treffen. Ich bin wieder allein im Raum, aber das wilde Rennen des Eindringlings, das einen schrecklichen Lärm verursacht hat, ist dem gleichen Geräusch sicherer Schritte gewichen wie bei der Ankunft des Reisenden. Er ist hier irgendwo in den Stollen, er bewegt sich irgendwo und die Verwunderung, die seine Flucht hervorgerufen hat, ist von ihm gewichen. Ich habe keine Ahnung, was er jetzt vorhat, aber ich habe auch keine Lust, das herauszufinden. Der Weg zum ersten Eingang ist nun frei und mehr aus Angst als aus Mut beschließe ich, meine Lampe wieder einzuschalten und die Beine in die Hand zu nehmen. Zwei Ängste verfolgen mich auf meiner Flucht. Erstens, dass ich mich in diesem Labyrinth von Gängen und Kanälen, einer enger als der andere, verirren könnte. Und zweitens, dass der Eindringling mich jetzt rennen hört und weiß, dass ich auch Angst habe und fliehen will. Denn an den Geräuschen, die ich mache, kann ich nicht erkennen, ob er mir folgt, aber das ist unwichtig. Ich muss schnell und in die richtige Richtung rennen, denn wahrscheinlich ist mir ein echter Räuber aus der Tiefe auf den Fersen, den ich bei seinem unheilvollen Treiben gestört habe. Du kannst dir vorstellen, lieber Leser, liebe Leserin, dass der Schreck und das Adrenalin mir die nötige Energie gaben, um mit Höchstgeschwindigkeit durch die engen Gänge zu rasen. Wie ein Irrlicht unter Tage, das die endlosen Gänge erleuchtet, immer mit der Angst im Nacken in die falsche Richtung zu laufen, oder dass ein Koloss im Anzug hinter mir auftaucht. Zum Glück, und dank meines Gedächtnisses, dem ich nicht genug danken kann, erreichte ich schließlich den Ausgang des Netzes und rannte in den letzten Schacht, der zur Leiter meiner Rettung führt. Am unteren Ende der Leiter angekommen, nehme ich mir endlich die Zeit, Luft zu holen. Innerhalb weniger Sekunden merke ich, dass das Echo der heimtückischen Schritte des Eindringlings nicht mehr hinter mir hallt, dass ich genügend Abstand zwischen mich und ihn gebracht habe, um ungestört zu sein, und dass ich weit weg bin, wenn er den Ausgang erreicht. Aber ich bleibe nicht lange, sondern steige die Leiter wieder hinauf. Und kaum habe ich wieder festen Boden unter den Füßen, ergreife ich erneut die Flucht, denn man weiß nie, wie unauffällig man sein kann. Nachdem ich die Hänge des Croix Rousse hinuntergerannt bin und den ruhigen Place de Terreau erreicht habe, setze ich mich auf die Stufen des Rathauses und denke, immer noch keuchend und blutleer, über das nach, was mir soeben widerfahren ist. Nach langen Minuten des Nachdenkens stelle ich mir erneut die Frage, warum ist er geflohen? Ich denke, es ist ganz natürlich, Angst zu haben, wenn jemand nur wenige Meter von einem entfernt ist, obwohl man an einem Ort ganz allein sein sollte, vor allem wenn es ein dunkler Ort ist. Aber dieser Mann war alles andere als normal. Ich glaube, was mich gerettet hat, war mein Aussehen, das mindestens genauso beunruhigend war wie seins und ihn im ersten Moment überrascht haben muss. Mein Kopf, der einzige Teil meines Körpers, den man vom Hügel aus sehen konnte, war fast vollständig von meiner Mütze, der Stirnlampe und dem schwarzen Nasenschutz verdeckt. Vielleicht hat ihn das erschreckt. Was auch immer der Grund für seine panische Flucht gewesen sein mag, in dieser Nacht hatte ich Glück im Unglück. Was ist dann passiert, fragst du dich? Seitdem habe ich meine nächtlichen Erkundungen fortgesetzt, aber ich habe nicht mehr den Mut oder das Rückgrat, allein zu gehen. Ich bin immer in Begleitung und ich habe nie den Mut gehabt, noch einmal einen Fuß in das zu setzen, was mir jetzt wie eine unheilvolle Mischung aus Friedhof und Labyrinth vorkommt. Ich hüte mich auch davor, anderen den Eingang zu zeigen, das wäre zu leichtsinnig. Ich habe auch eine feine Narbe an einem Finger, die ich einem Schnitt in den Stein ohne meinen Lauf verdanke, die einzige noch greifbare Erinnerung an eine Nacht, die mein Gedächtnis nie verlassen wird. Ich hoffe, dass diese Erzählung dich in meinen Lesergeist versetzt hat, denn ich habe mich bemüht, alle Details und Eindrücke, die mich in dieser Nacht bewegten, zusammenzufassen. Vielleicht begegnest du meinem Störenfried auch einmal, mitten auf einer belebten Straße oder im Schein einer Straßenlaterne nach Einbruch der Dunkelheit. Aber vergiss nicht, dich von ihm fernzuhalten. Du bist gewarnt. Alles geplant.
Ich sah nicht viel Sinn darin, diese Geschichte zu erzählen, aber nach reiflicher Überlegung sagte ich mir, dass vielleicht einige Leute aufhorchen würden, wenn sie davon hörten. Die Geschichte spielt am Ende des ersten Lockdowns im Juni 2020. Ich war in einer Beziehung, meine Partnerin und ich hatten gerade unser sechsmonatiges Jubiläum gefeiert. Zu diesem Anlass hatten wir beschlossen, einen Wochenendausflug in einen Bambuswald zu machen. Ich habe mich schon immer für Pflanzen und die Botanik im Allgemeinen interessiert. Alle, die mir nahestehen, können mich als Pflanzenfreak bezeichnen und so kam dieses Wochenende wie gerufen. Damals war ich Studentin und unser Einkommen war ziemlich gering. Wir hatten eine Weile gespart, um uns dieses Wochenende leisten zu können, das traumhaft werden sollte. Am Tag vor der Veranstaltung fuhren wir ziemlich aufgeregt los und ich stellte mir schon die vielen Pflanzen vor, die ich am nächsten Tag sehen würde. Nach mehr als 2 Stunden Fahrt kamen wir endlich in der Stadt an, die dem Park am nächsten und am billigsten war. Aufgrund unseres Einkommens hatten wir uns entschieden, eine Wohnung über die Plattform Airbnb zu mieten, um die Kosten gering zu halten. Zu unserer Überraschung war die Gegend ziemlich belebt, ziemlich sauber und unsere Unterkunft befand sich nur wenige Schritte von der Gendarmerie der Stadt entfernt. An sich gab es nichts, was auf eine Gefahr hätte hindeuten können. Die Unterkunft befand sich in einem kleinen zweistöckigen Gebäude, in dem sich auf jeder Etage eine Wohnung befand, die für die Unterbringung von Feriengästen vorgesehen war. Um in das Gebäude zu gelangen, musste man einen Code eingeben und dann einen zweiten, um den Schlüssel für die Wohnung zu erhalten. Ich hatte schon einige Wohnungen gemietet, ohne die Eigentümer zu treffen. Nachdem wir die Treppe hinaufgestiegen waren, standen wir schnell vor unserer Wohnungstür. An sich nichts Besonderes, außer dass die Tür aussah, als wäre mehrmals heftig dagegen geklopft worden. Als hätte jemand versucht, sie aufzubrechen, war sie mit den vorhandenen Mitteln geflickt, aber immer noch brüchig. Jedenfalls zuckten wir ein wenig zusammen, beschlossen aber trotzdem, die Nacht dort zu verbringen. Als wir in die Unterkunft einkehrten, fanden wir sie recht gemütlich, wenn auch nicht unbedingt gut ausgestattet. Da ich eine Art Tick habe, neige ich dazu, alle Schränke zu öffnen, die Fenster zu öffnen und zu schließen oder unter das Bett zu schauen. Das mache ich, um mich irgendwie zu beruhigen. Bei meiner üblichen Kontrolle fielen mir verschiedene Dinge auf. Ein zerbrochener Spiegel, kein Fernseher, keine Bettwäsche, keine Tür zum Bad, Messer mit abgerundeten Enden, ein Sitz hinter der Sprechanlage, wenig Geschirr, gerade genug für eine Mahlzeit. Ich bin von Natur aus sehr ängstlich und paranoid und hatte zu diesem Zeitpunkt kein gutes Gefühl. Meine Partnerin konnte mich beruhigen und ich sagte mir, dass es wohl an der Arbeit, der Hitze und dem Prüfungsstress lag, dass ich etwas ängstlicher war als sonst. Nachdem wir unsere Sachen ausgepackt hatten, machten wir uns etwas zu essen und sahen uns einen Film an, bevor wir ins Bett gingen. Ich bezog das Bett mit den Laken, die wir mitgebracht hatten, denn ich kann es nicht ausstehen, in den Laken zu schlafen, die ich nicht kenne. Und hier war es gut, denn es gab keine. Am nächsten Tag, nachdem wir den Vormittag im Bambuswald verbracht hatten, kehrten wir gegen Mittag zurück. Wir waren viel gelaufen und hatten aufgrund meiner Leidenschaft für Pflanzen viel Energie verbraucht, also war ein chilliger Nachmittag geplant. Doch am frühen Nachmittag wurden wir durch ein lautes Klopfen an der Haustür aus unserem Mittagsschlaf gerissen. Etwas panisch warteten wir einige Augenblicke, dann war nichts mehr zu hören. Ohne weitere Fragen zu stellen, begannen wir wieder mit unserer Serie. Doch von da an klopfte es wieder alle halbe Stunde heftig an der Tür. Wir schickten dem Vermieter eine Nachricht, um ihn über die Situation zu informieren. Am Abend hatte das Klopfen endlich aufgehört. Da wir immer noch Angst hatten, riefen wir unseren Gastgeber an. Er bat uns, das nächste Mal die Tür zu öffnen, da es vielleicht der Mieter im zweiten Stock sei, der Hilfe brauchte. Später am Abend, es war Mitternacht, beschlossen wir, zu Bett zu gehen. Meine Freundin duschte und ich trank ein Glas Wasser, als es plötzlich dreimal an der Tür klopfte. Ich achtete nicht auf die Zeit, öffnete die Tür und stand einem großen, kräftigen Mann um die 50 gegenüber. Er sah mich ziemlich überrascht an, musterte dann die Wohnung, bevor er mir eine ziemlich beunruhigende Frage stellte. »Was machst du hier?« Ich antwortete zuerst etwas verwirrt und erklärte ihm dann, dass ich die Wohnung für eine Nacht gemietet hatte. Aber er fragte mich immer wieder, was ich hier mache. Ich antwortete ihm jedes Mal das Gleiche und verlor langsam die Geduld. Man muss wissen, dass ich nicht sehr groß bin, 1,60 und 43 Kilo.
Ich weiß nicht, ob ihn das ermutigt hat, aber er schob mich mit einem Lächeln in die Wohnung. Ich war völlig geschockt, erstarrt und geriet in eine Art Panik, aus der ich nicht mehr herauskam. Meine Freundin kam gerade mit einem Handtuch aus der Dusche. Sie war kleiner als ich und leichter, aber sie hatte ein ziemlich gewalttätiges Temperament, wenn sie wütend war. Sie stieß den Mann weg, der die Wohnung verließ, aber immer noch die Tür blockierte. Der Mann lächelte wieder, bevor er uns erneut fragte, was wir hier täten. Meine Begleiterin wurde immer aufgeregter und dann bat er uns plötzlich, ihm einen Kaffee zu machen. Das Beunruhigendste war, dass er uns alles sagte, wo die Tasse stand und welche Farbe sie hatte, die Schublade mit den Löffeln, die Metalldose mit dem Zucker und so weiter. Ich weiß nicht mehr wie, aber irgendwann konnte ich mich aus diesem Zustand befreien und dann fing ich an, ihn mit der Polizei zu drohen. Meine Freundin ging kurz ins Schlafzimmer, um sich einen Schlafanzug anzuziehen, und der Mann sah mich an, bevor er mir einen Umschlag mit einer großen Summe Geld gab und mir ins Ohr flüsterte. Wie sollen wir denn Spaß haben, wenn du die Polizei rufst? Ich erstarrte wieder, als meine Freundin mit dem Telefon am Ohr angerannt kam und einen Polizeiruf imitierte. Ich schubste ihn noch einmal, bevor sie ihm die Tür vor der Nase zuschlug und verriegelte. Nachdem wir einige Zeit damit verbracht hatten, zu verstehen, was passiert war, stellten wir die wenigen Möbel vor die Tür, die, wie ich mich erinnerte, leicht eingetreten werden konnte. Dieser ganze Dialog dauerte etwa 40 Minuten und nach 5 Minuten, in denen es wieder ruhig und still war, konnten wir von der anderen Seite der Tür hören. Die sind zu zweit. Die machen irgendwas und wollen mich nicht reinlassen. Was sollen wir tun? Und zwei weitere Männer stimmen. Am Ende haben wir die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich weiß noch, dass ich die ganze Nacht Angst hatte und mir das Schlimmste vorgestellt habe. Ich stellte mir vor, wie die Tür aufging. All die merkwürdigen Details gingen mir durch den Kopf und ergaben einen Sinn. Die zerbrochenen Spiegel, die Tatsache, dass alles Geschirr aus Bambus oder Plastik war, das Fehlen von Messern, der Sessel hinter der Tür und in der Nähe der Gegensprechanlage, die aufgebrochene Tür. Alles passte wie ein Puzzle zusammen. Was wäre aus uns geworden, wenn er darauf bestanden hätte? Wenn meine Freundin nicht rechtzeitig aus der Dusche gekommen wäre? Wenn sie nicht so gewesen wäre? Und vor allem, wer waren die Männer im Flur? Am nächsten Tag schickten wir eine Nachricht an den Vermieter, der uns versicherte, nichts davon zu wissen. Natürlich machten wir uns im Morgengrauen auf den Weg nach Hause. Was ein schönes Wochenende werden sollte, wurde zum Albtraum. Bis heute habe ich große Angst und Befürchtungen, wenn ich auch nur ein Hotel buchen muss. Ich möchte nicht mehr in diese Gegend zurückkehren, die mir so viel Angst gemacht hat. Toxisch und paranormal. Vor ein paar Jahren, als ich Anfang 20 war, bin ich in eine Beziehung hineingeraten, die niemals hätte stattfinden dürfen. Es war von Anfang an ein Chaos, aber das ist eine Geschichte für ein anderes Thema. Was es noch schlimmer machte, war das gruselige Haus, in dem er wohnte. Das Haus selbst war wunderschön. Es war ein großes, altes Haus mit einem schönen Treppenhaus, 3 Badezimmern und 5 Schlafzimmern. Es war im Grunde entkernt und neu aufgebaut worden. Ich frage mich oft, ob das etwas mit all den seltsamen Phänomenen zu tun hat. Es sah schön aus, aber es fühlte sich nicht gut an. Es war einsam und leer. Zuerst schob ich das auf die Größe des Hauses und das Bedürfnis nach mehr Gemütlichkeit. Natürlich war da auch das klischeehafte Gefühl, beobachtet zu werden, was mir nicht fremd war. Vor allem nachts, wenn wir bei ausgeschaltetem Licht fernsahen. Vom Wohnzimmer ging ein langer Flur ab und ich hatte das Gefühl, dass uns jemand aus dem dunklen Flur anstarrte. Alles Dinge, die man abschütteln kann. Mein erster richtiger, auch scheiße Moment war eines Abends, als ich von der Arbeit nach Hause kam. Er schickte mir eine SMS, dass er später arbeiten würde und ich mich zu Hause frisch machen sollte. Das Haus hatte ein fantastisches Badezimmer mit einem Whirlpool im Erdgeschoss, also nutzte ich die Gelegenheit, mich darin zu entspannen. Nachdem ich die Wanne mit Wasser gefüllt hatte, das fast zum Dahinschmelzen heiß war, legte ich mich mit geschlossenen Augen hin. Dieser euphorische Moment wurde unterbrochen, als ich hörte, wie die Eingangstür am Ende des Flurs zugeschlagen wurde.
Ich konnte hören, wie schwere Stiefel schlurften, bevor sie anfingen, Flur entlang zu stampfen. Ich hörte jeden aggressiven Schritt, bis sie direkt vor der Badezimmertür zum Stehen kam. Ich wusste, dass er zu Hause war, dass er schlecht gelaunt sein musste und sich auf einen beschissenen Abend gefasst machen konnte. Ein paar Sekunden vergingen, aber er kam nicht herein und sagte auch nichts. Ich hörte ihn auch nicht weggehen. Nach ein oder zwei Minuten rief ich seinen Namen, aber er antwortete nicht. Ich hatte mit ihm über meine Gefühle bezüglich des Hauses gesprochen und er hatte zugegeben, dass es ihm genauso ging und dass er einige verrückte Erfahrungen gemacht hatte, seit er dort lebte. Da wurde mir klar, dass er mich ärgern wollte und wahrscheinlich jeden Moment durch die Tür kommen würde, um mich zu erschrecken. Ich rief ihm zu, er solle es nicht versuchen, es würde nicht funktionieren. Daraufhin wurde es unheimlich still. Ich beschloss, dass es mit der Entspannung vorbei war und ging hinaus, um ihn zur Rede zu stellen. Als ich die Badezimmertür schließlich öffnete, war niemand da. Ich gebe zu, dass ich zitterte, als ich in den Flur schaute, um zu sehen, ob er sich versteckt hatte, aber ich sah wieder niemanden. Als ich zurück ins Bad ging, um ein Telefon zu holen und ihn anzurufen, hörte ich, wie die Haustür wieder aufging und er einige Sachen abstellte. Ich ging den Flur entlang und er begrüßte mich. Er schien gut gelaunt zu sein. Er machte einen Scherz darüber, dass er wusste, dass ich im Bad war, als er meinen Bademantel sah. Ich war sprachlos. Er fragte, was los sei, und ich erklärte ihm, was passiert war. Er winkte ab und sagte, er höre so etwas ständig. Man gewöhnt sich daran, sagte er nur. Und er hatte recht. Ich hörte es ziemlich oft, sowohl wenn ich allein im Haus war, als auch wenn wir beide es hörten. Ein anderes Mal saßen wir auf dem Sofa und unterhielten uns darüber, was wir für den Tag geplant hatten. Draußen war es hell und sonnig. Wir unterhielten uns darüber, vielleicht wandern zu gehen, als plötzlich die Haustür mit solcher Wucht aufgerissen wurde, dass die Tür gegen die dahinterliegende Wand prallte. Wir waren beide für einen Moment sprachlos, bis ich mich zu Wort meldete und meinte, dass es draußen sehr windig sein müsse. Er bemerkte, dass es windstill war und wir gingen hinaus auf die Veranda, wo es sehr ruhig und angenehm war. An einem anderen Abend, es war gerade dunkel geworden, saß ich allein vor dem Fernseher, während er in einem anderen Raum an etwas arbeitete. Um ehrlich zu sein, hatte ich bis zu diesem Abend nie viel über Orbs nachgedacht oder die ganze Sache ernst genommen. Während ich fernsah, sah ich aus dem Augenwinkel etwas, das wie eine kleine, runde Lichtkugel aussah, die von der Treppe herunterschwebte. Ich drehte mich um, um es direkt anzusehen, und es schwebte unter dem Fernseher und dem massiven Regal rechts neben dem Fernseher. Ich sah zu, wie sie Regal um Regal nach oben schwebte, bis sie die Decke erreichte und verschwand. Ich bekam eine Gänsehaut und fürchtete mich zu Tode. Ich wusste, dass es nichts gab, was das hätte verursachen können. Alle Fenster waren verriegelt, die Jalousien und die schweren Vorhänge geschlossen. Ich hörte auch kein Auto vorbeifahren, auch der Fernseher war leise gestellt. Schließlich rief ich ins Wohnzimmer. Wieder stotterte ich wie ein verängstigter Idiot. Er schien selbst ein wenig erschrocken zu sein, sagte aber, es würde ihn nicht überraschen. Was auch immer es war, es gefiel ihm, bemerkt zu werden. Ich möchte mit einer Begebenheit schließen, die mich bis heute noch erschreckt, wenn ich daran denke. Eines Abends waren wir beide beim Fernsehen eingeschlafen. Ich erinnere mich, dass es mitten im Winter war und dass es im Haus kalt war, denn es war schwierig und teuer, das große Haus bei niedrigen Temperaturen zu heizen. Ich saß auf dem einen Ende der Couch und er auf dem anderen. Ich wachte mit einem Schreck auf und fühlte mich sehr verwirrt. Dann griff ich nach meinem Telefon, um zu sehen, wie spät es war, und geriet noch mehr in Panik, als ich sah, dass es fast 5 Uhr morgens war. Ich musste an diesem Morgen in weniger als ein paar Stunden zur Arbeit und hatte meine Arbeitskleidung nicht mitgenommen. Ich warf die Decke von mir, um aufzustehen und meine Schuhe und Schlüssel zu holen, als ich bemerkte, dass mein Ex hellwach war und auf der anderen Seite der Couch saß und mich ansah. Ich war verblüfft, denn er hatte einen so seltsamen Gesichtsausdruck. Ich fragte ihn, was los sei und warum er mich nicht früher geweckt habe, da er meine Arbeitssituation kenne. Er schüttelte nur den Kopf und sah langsam weg.
Seltsam, aber ich hatte keine Zeit, mich mit ihm auseinanderzusetzen. Ich musste mich einfach beeilen und die 30-minütige Fahrt nach Hause schaffen, um mich für die Arbeit fertig zu machen. Als ich meine Schuhe anzog und meine Schlüssel holte, bat er mich bitte noch nicht zu gehen, bis er fertig sei. Ich wollte ihn fragen, wofür er sich fertig machte, da ich wusste, dass er an diesem Tag frei hatte, aber er war schon im Flur und im Schlafzimmer, bevor ich fragen konnte. Ein paar Minuten später kam er wieder zurück, war vollständig angezogen und zog seinen Mantel an. Ich fragte ihn dann, wo er denn hin wolle. Er sagte mir, er wolle zum Haus seiner Mutter gehen, das nur ein paar Häuser von seinem eigenen entfernt war. Ich schaute ihn an, als wäre er verrückt und sagte ihm, es sei 5 Uhr morgens, da schlafe seine Mutter sicher noch. Er sagte mir, das sei egal, er habe einen Schlüssel und würde sich auf der Couch ausruhen, bis sie aufgestanden sei. Wieder war ich etwas verwirrt, aber er stand auch unter Zeitdruck und notierte mir, dass ich ihn später danach fragen würde. Wir gingen nach draußen, verabschiedeten uns und er machte sich auf den Weg zu seiner Mutter. Später am Tag hatte ich ihm eine SMS geschickt, um ihn danach zu fragen, aber er sagte, er würde es lieber persönlich erklären. Nachdem ich von der Arbeit kam, fuhr ich zu ihm nach Hause und fragte ihn sofort, was in ihn gefahren war. Er schien zu zögern, darüber zu sprechen, begann aber dann doch zu erzählen. Er sagte, er sei ein wenig vor mir aufgewacht. Als er aufwachte, war auch er zunächst verwirrt, erkannte aber schnell, was ihn geweckt hatte. Er sagte, es habe sich angefühlt, als würde jemand gegen die Rückenlehne der Couch schlagen. Als er langsam wieder zu sich kam und merkte, dass das nicht möglich war, richtete er plötzlich seinen Blick auf mich. Ich schlief noch tief und fest, als er sagte, es sei, als würde etwas von ihm Besitz ergreifen. Er spürte, wie er zu knurren begann. Seine Zähne waren so fest aufeinander gepresst, dass sein Kiefer schmerzte, aber er konnte es nicht kontrollieren. Er sagte, er könne spüren, dass er seine Zähne zeigte, als sein Knurren tiefer und lauter wurde. Er erklärte, dass das Knurren so animalisch war, dass er es nicht imitieren konnte. Die ganze Zeit über konnte er den Blick nicht von mir abwenden. Während er dieses starke Gefühl der Wut in sich aufsteigen spürte, sagte er auch, dass ein anderer Teil von ihm sich fragte, warum ich nicht aufwachte, dass sein Knurren so laut geworden war, dass ihm die Ohren klingelten. In Wirklichkeit, so sagte er, dauerte es wahrscheinlich nur 15 oder 20 Sekunden, aber ihm kam es so viel länger vor. Genauso plötzlich, wie es angefangen hatte, hörte es wieder auf. Als das Knurren aufhörte, konnte er seinen Kiefer entspannen und den Blick von mir abwenden. Er sagte, er habe mehrere Minuten lang so dagesessen, während ich mich nicht ein einziges Mal bewegt habe. Er sagte, er konnte sich nicht entscheiden, ob er mich wecken sollte oder nicht. Er war so verwirrt. Als ich aufwachte und weggehen wollte, war er so erschüttert von dem ganzen Erlebnis, dass er Angst hatte, allein im Haus zu sein. Deshalb bat er mich zu bleiben, damit er sich zumindest bis zum Morgengrauen auf die Fahrt zu seiner Mutter vorbereiten konnte. Es sind noch andere Dinge passiert, aber das Letzte hat mich immer beschäftigt. Wollte dieses Ding mir etwas antun? Wollte es, dass er mir wehtut? Ich war ehrlich gesagt erleichtert, weil ich wusste, dass ich nie wieder dorthin zurückkehren musste, sobald wir uns endgültig getrennt hatten. Seitdem ist er umgezogen und ich frage mich, was die neuen Bewohner wohl erleben müssen. Camping. Ich wollte schon lange eine Geschichte erzählen, die mir während meines Studiums passiert ist. Ich war in Kanada und habe meinen Bachelor an einer Universität in Vancouver gemacht, ganz im Westen des Landes. Es ist eine ziemlich urbane Gegend, weil es eine große Stadt ist, aber um die Stadt herum ist es sehr wild und es gibt viele Nationalparks, also viele Möglichkeiten zum Wandern. An der Universität, an der ich studiert habe, hatte ich eine kleine Gruppe von 4 Freunden, mich eingeschlossen. Juan, ein Spanier, David, ein Engländer und Mark, ein Franzose. Wir trafen uns oft nach den Vorlesungen, um entweder auf eine Party zu gehen, oft mit viel Alkohol, oder um zusammen zu hängen, zu reden und zu chillen, kurz gesagt, um einen ruhigen Abend zu verbringen. Eines Abends, gegen Ende des Semesters, als wir uns schon etwas eingerichtet hatten, ein bisschen geraucht hatten und so weiter, sagte David: "Kommt, lasst uns in den Ferien zelten gehen."
Unter dem Einfluss dessen, was wir geraucht hatten, hielten wir das für eine gute Idee. Ohne nachzudenken, stimmten wir alle zu. Also organisierten wir uns, informierten uns über die Parks in der Gegend und gingen in die Geschäfte, um Campingausrüstung zu kaufen. Zelt, Wasserkocher, Wasserfilter, Taschenmesser und so weiter. Wir suchten uns einen Park aus, der uns perfekt erschien. Den Chilliwack Lake Park, ein großer Park mit viel Wald, Bergen und einem wunderschönen See. Wir fanden dort mehrere Campingplätze, aber ich erinnere daran, dass man in diesem Alter dumm ist und sich unantastbar fühlt, und wir hatten Spaß daran, wild zu campen. Also planten wir 2 ganze Wochen Camping, eine Woche hin, eine Woche zurück, mieteten einen Geländewagen mit dem Geld, das jeder von uns durch Gelegenheitsjobs verdiente, fanden eine perfekte Wanderroute, die einem Fluss folgte, damit wir trinken konnten und die nicht weit von einigen Campingplätzen entfernt war. Der Tag X kam, wir holten das Auto ab, Mark und ich hatten keinen Führerschein, also übernahm Juan die Aufgabe, unsere Truppe zum Park zu fahren. Im Park angekommen, luden wir unsere riesigen Taschen aus dem Auto. David und Mark hatten die Taschen mit dem Essen, Juan und ich hatten die Zelte, Schlafsäcke und so weiter. Bevor wir uns auf den Weg machten, stellten wir eine Regel auf. Eine Person mit Essen im Rucksack sollte nie von einer Person mit Zelten und Überlebensausrüstung getrennt werden. Denn wenn wir durch irgendeinen Zufall getrennt würden, müssten wir das Schlimmste vermeiden, nämlich gar kein Essen zu haben. Wir hatten uns sogar die Nummer des Ranger-Postens des Parks geben lassen, falls etwas passieren sollte. Die ersten beiden Nächte verliefen perfekt, wir schliefen unter einem wunderschönen Sternenhimmel ein. Am dritten Tag sagte Juan, dass er sich schlecht fühle, aber nicht krank sei, sondern nur ein schlechtes Gefühl habe. Dieses Gefühl von Bauchschmerzen, wenn man gestresst ist. Wir beruhigten ihn, redeten ein wenig und gingen. Am vierten Tag hatte ich auch dieses seltsame Gefühl, dass uns jemand folgt, und ich erzählte es dem Rest der Gruppe. Wir beschlossen, es nicht so ernst zu nehmen, aber noch am selben Abend beschlossen Mark und ich, Holz zu sammeln, um ein kleines Feuer zu machen. Wir unterhielten uns auf Französisch, es wurde etwas kälter. Irgendwann hörte ich Mark niesen und lachte, als ich ihm sagte: Gesundheit. Und jetzt kommt's. In dem Moment, in dem ich das sage, sagt Mark dasselbe. Und dann beginnen wir zu verstehen, was in dem Moment passiert ist. Weder Mark noch ich haben genießt. Wir blicken uns in die Augen und wissen, dass etwas oder jemand bei uns ist. Der erste Gedanke ist, Juan oder David. Da sind wir also, beide im kanadischen Wald, der von unseren Stirnlampen erhellt wird. Wir beschließen, schnell unser Holz zu holen und zum Camp zurückzukehren. Dort angekommen, entzünden wir unser kleines Feuer und erzählen David und Juan alles. Wir denken, es könnte ein Tier gewesen sein, aber um Ärger zu vermeiden, stellen wir für die Nacht 2 Wachen auf. Die Nacht verläuft sehr gut, auch wenn wir wenig geschlafen haben und deshalb langsamer laufen, als wenn wir in Topform wären. Während der Mittagspause stellen wir fest, dass wir nicht den Punkt erreicht haben, den wir uns zum Zelten vorgenommen hatten, der nicht weit von einem Campingplatz entfernt ist, aber immer noch weit genug, um sich wie ein Abenteurer zu fühlen. Kurz gesagt, wir würden in der Wildnis schlafen müssen, weit weg von anderen Menschen. Wir hatten beschlossen, früher aufzuhören, weil wir wussten, dass wir unseren Lagerplatz nicht erreichen würden, also war das Holz schon bereit und das Feuer schon angezündet. Wir fingen an herumzualbern und irgendwann passierte, was passieren musste. Irgendwann hörten wir ein Knacken aus dem Wald. Wir drehten alle unsere Köpfe in die Richtung, aus der das Geräusch kam, und da war nichts, zumindest auf den ersten Blick. David nahm die Taschenlampe, leuchtete in den Wald, und da war das Schlimmste. Ein Mann, etwa 30 Meter von uns entfernt, hinter einem Baum versteckt. Ich werde nie vergessen, wie dieser Mann aussah. Es hat sich in mein Gedächtnis gebrannt. Er war sehr groß, ziemlich dünn, trug nur eine Art lange Unterhose, hatte lange Haare, einen steinernen Blick und viele kleine Narben am Körper. In diesem Augenblick sagte Juan laut: Seht ihr, was ich sehe? Und bei diesen Worten machte der Mann eine Bewegung, die mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Er trat hinter dem Baum hervor, begann zu lächeln und in diesem Augenblick konnte man sehen, dass er einen Stein in der Hand hielt. Mark stand auf, nahm sein Messer und begann ihn auf Französisch zu beschimpfen und anzuschreien.
worauf ich aus meiner Schockstarre erwachte und es ihm gleich tat, indem ich mein Messer nahm und damit vor mir herumfuchtelte, um ihn zu vertreiben, was auch gelang. Der Mann ging in den Wald, ohne sein Lächeln zu beenden. Dann sahen wir uns alle an und beschlossen, das Lager so schnell wie möglich abzubrechen und noch in der Nacht abzuhauen. Wir versuchten, die Ranger zu erreichen, aber da wir so isoliert waren, hatten wir kein Netz, um sie anzurufen. Wir brachen unsere Zelte ab und liefen so schnell wie möglich mit unseren Taschen zum nächsten Campingplatz. Während wir rannten, hörten wir in der Ferne ein schreckliches Heulen. Wir sind erschöpft und versuchten zu erklären, was uns gerade passiert war, aber wir waren todmüde, außer Atem und immer noch geschockt von dem, was wir gerade erlebt haben. Ich beruhige mich und erkläre den Leuten, die das Lager leiten, was gerade passiert ist. Sie rufen sofort die nächstgelegenen Ranger, damit wir ihnen die Situation erklären und geben uns dann einen Platz, wo wir unsere Zelte aufschlagen können. Niemand hat diese Nacht geschlafen und am nächsten Tag waren die Ranger immer noch da und erklärten uns, dass in der Nacht mehrmals Schreie aus dem Wald gekommen seien und sie nie herausgefunden hätten, was es war. Sie haben schon mehrere Patrouillen gestartet, aber ohne Erfolg. Wir fragten dann, ob wir zurückgebracht werden könnten, da wir uns nicht vorstellen konnten, mit diesem Mann den umgekehrten Weg durch den Wald zu gehen. Als wir wieder im Auto saßen, haben wir uns alle hingesetzt und 15 Minuten lang nervös gelacht. Seit meiner Rückkehr nach Frankreich ist alles gut gegangen, aber ich kann nicht aufhören, mir 1 Million Fragen über diesen Mann zu stellen. Wer er war, wie er es geschafft hat, im Wald zu überleben, warum er uns gefolgt ist, was passiert wäre, wenn wir in der 4. Nacht keine Wachen aufgestellt hätten. Die Moral ist, dass man wirklich nicht in Gebieten zelten sollte, die nicht dafür vorgesehen sind, denn das ist wirklich dumm. Wir hätten Waldbrände auslösen, die Umwelt schädigen und vielleicht sogar ein böses Ende nehmen können. Aber vor allem, und das möchte ich betonen, denk daran, dass die Ideen, die du auf Gras hast, selten die besten sind. Raba. Hallo zusammen, mein Name ist Axel und ich habe mich entschlossen, eine der Geschichten, die ich in jungen Jahren erlebt habe, mit euch zu teilen. Obwohl es viel zu erzählen gibt, ist dies die Geschichte, von der ich glaube, dass sie mich am meisten in Gefahr gebracht hat. Ich bin jetzt 28 Jahre alt und was ich erzählen werde, stammt aus meiner Zeit in der Mittelschule. Ich war etwa 14 Jahre alt und hatte eine Gruppe von 5 Freunden, mit denen ich ab und zu in meiner kleinen Stadt im Südwesten Frankreichs herumhing. Wie viele Teenager liebten wir den Nervenkitzel und hatten wenig Respekt vor Gefahren. Also machten wir viele verrückte und gefährliche Sachen wie Parkour, nächtliche Erkundungstouren an düstere Orte, Friedhöfe in der Gemeinde, verlassene Bauernhöfe in den Wäldern rund um die Stadt, unbewohnte Häuser und so weiter. Alles, was uns ausflippen lässt. Ich weise darauf hin, dass ich der Jüngste in der Gruppe war und meine Freunde zwischen 15 und 19 Jahre alt sind. Aber damals war ich vor allem der Waghalsigste. Ich erwähne das, weil das nicht bei allen der Fall ist und mein Temperament mich sehr oft zwingt, der Erste zu sein, wenn wir uns irgendwo hinwagen. Und das ist für mich in Ordnung, denn ich habe die Eigenschaft, dass ich immer versuche zu verstehen, warum man ein Geräusch hört oder gesehen hat, dass sich etwas bewegt, obwohl es nur eine Halluzination gewesen sein könnte. Und so saßen wir wie fast jeden Tag vor meinem Haus und redeten über dies und das, während wir auf den letzten Freund warteten, der sich uns anschließen sollte. Ein paar Minuten später kam er ganz aufgeregt und erzählte uns, dass er einen Plan für uns hat und dass es diesmal richtig groß wird. Er erzählte uns, dass unter seinem Haus der Keller nicht abschließbar sei, dass es dort sehr gruselig sei, dass es keinen Strom und somit kein Licht gab und vor allem, dass dort oft Raba herumhängt. Um es einfach auszudrücken, der Mann war etwa 45 Jahre alt, arbeitete nicht und hatte keine Wohnung. Er hatte schon mehrere Aufenthalte in einer psychiatrischen Anstalt hinter sich. Er war ein Junkie, der auch viel trank und der örtlichen Polizei und Gendarmerie bekannt war wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit und mehr oder weniger gewalttätigen Auseinandersetzungen mit seinen Nachbarn. Kurzum, ein ziemlich gruseliger Typ, bei dem nicht unbedingt in allen Stockwerken das Licht brennt. Wir beschlossen, dorthin zu gehen, denn es war nur ein paar hundert Meter von meinem Haus entfernt und bald wurde es dunkel. Genau die richtige Zeit für ein bisschen Spaß. Wir kamen zu der kleinen Schräge, die zur Außentür führte, und ich ging vor, um die Tür zu öffnen.
Wir traten ein und es war nicht sehr beruhigend. Es roch schlecht, es war dunkel und vor allem war es groß. Voller Ecken und Kurven mit langen, engen Gängen und Holztüren, die zu den Boxen der Mieter im Gebäude meines Kumpels Adele führen. Man muss wissen, dass zu dieser Zeit nicht jeder ein Handy hatte und somit auch keine Taschenlampe, die in einer Sekunde griffbereit war. Insgesamt hatten wir nur zwei Lampen, die auch nicht besonders stark waren. Wir bogen in den ersten Gang ein und bewegten uns vorwärts. Der Gang war etwa 5 bis 6 Meter lang und bog am Ende wieder nach rechts ab, bis er zu einer weiteren Reihe von Boxen führte. Einige Türen waren nicht verschlossen und in den Boxen waren Fahrräder, diverser Krimskrams und alte Gegenstände gestapelt. Dann hörten wir ein Geräusch von gegenüber. Es hörte sich so an, als ob etwas gegen etwas anderes gedrückt wird, als ob ein Fahrrad eingeklemmt wird. Für eine Sekunde blieben alle stehen und versuchten, kein Geräusch zu machen. Nach ein paar weiteren Sekunden hörte das Geräusch auf. Wir machten drei Schritte und als mein Kumpel um die Ecke kam und nach vorne leuchtete, sahen wir die Beine eines Mannes, der offensichtlich in der letzten Box stand und sich bückte. Was ich jetzt erzähle, geschah in weniger als 5 Sekunden. Als er das Licht sah, richtete er sich auf und starrte uns an und alle verstanden, dass es sich um den berühmten Rabe handelte. Nur, dass er einen irren Blick hatte, schmutzig aussah und vor allem ein Messer in der Hand hielt. In diesem Moment verging eine Sekunde der Unsicherheit, in der wir uns regungslos anstarrten und plötzlich fing er an, unverständliche Dinge zu schreien und auf uns zuzulaufen. Natürlich wurde in diesem Moment aus einem kleinen Druck der größte Schrecken unseres Lebens und wir alle begannen, um unser Leben zu rennen. Wie gesagt, ich war der Erste in der Kolonne, aber ich war der Letzte und nur 2 oder 3 Meter von dem Kerl entfernt, der uns verfolgte. Meine Freunde mit den Lampen rannten vor uns her, sodass sich das Licht in alle Richtungen bewegte und zusammen mit Rabas Schreien hinter uns, den Schritten und den Schreien der Kameraden ergab das einen riesigen Lärm, der den ganzen Keller erfasste. Es war einfach chaotisch. Im Laufen drehte ich den Kopf und merkte, dass er immer näher kam. Er war ganz nah bei mir und hielt sein Messer über sich. Ich bog kurz vor ihm um die Kurve und der Schreck und das Adrenalin ließen mich die schlimmste Bewegung machen, die ich je gesehen habe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht schnell genug herausgekommen wäre, wenn ich einfach an meinen Freunden vorbeigelaufen wäre. Ich sprang in die Box zu meiner Linken, deren Tür offen war und hielt mich direkt an der Ecke der Wand fest, direkt hinter der Tür. Eine Sekunde später sah ich, wie Raba wie ein Wahnsinniger an mir vorbeilief, immer noch das Messer in der Hand und meine Kumpels anschrie. Er sah mich nicht. Ich hörte, wie meine Freunde aus dem Keller kamen und von dort, wo ich stand, konnte ich mich gerade noch bücken, um zu sehen, wie dieser Irre durch die Tür kam, meine Freunde anschrie, hinausging und die Tür schloss. Ich war also ganz allein im Dunkeln, in totaler Panik, mit einem Typen mit einem Messer. Und dann hörte ich das schlimmste Geräusch, das man in so einer Situation hören kann. Das Geräusch von Schlüsseln, die sich in einem Schloss drehen. Ich weiß nicht, woher er den Schlüssel hatte, aber ich verstand, dass er gerade den Ausgang verriegelt hatte und ich mit ihm drin war. Okay, kurze Pause. Damals war ich 14 Jahre alt und für mein Alter war ich kräftig, eher ein Raufbold und rücksichtslos, aber ich habe mich eindeutig nicht klug verhalten. Ich fühlte mich so schlecht, dass man es sich gar nicht vorstellen kann. Ich wollte weinen, um Hilfe rufen, einfach verschwinden, egal wie. Wenn ich heute jungen Menschen einen Rat geben möchte, macht niemals solche Erfahrungen, denn ich weiß, dass ich hätte sterben oder zumindest schwer verletzt werden können. Weiter mit der Geschichte. Plötzlich war alles still. Totale Dunkelheit und Stille. Ich war mit einem Geisteskranken, der ein Messer hat, in einem Keller ohne Licht eingesperrt. Ich hörte, wie er Selbstgespräche führte, sich aufregte, auf Arabisch und Französisch schimpfte, beides vermischt. Dinge sagte, die keinen Sinn ergaben. Ich hörte, wie er näher kam und drückte mich wieder in die Ecke der Wand, weil ich Angst hatte, dass er mich trotz der Dunkelheit sehen konnte. Er ging an der Tür der Box vorbei, in der ich mich befand, und war deutlich weniger als 1 Meter von mir entfernt. Ich atmete so leise wie möglich, damit er mich nicht fand und hörte, wie er sich entfernte und um die Ecke in den Gang bog. Von diesem Moment an stand ich 3 Minuten lang regungslos da und überlegte, wie ich gehen sollte.
Ich hörte, dass er offensichtlich nach hinten gegangen war, denn er murmelte immer noch vor sich hin, aber irgendwie hatte ich zu viel Angst, mich zu bewegen und ihm direkt gegenüberzustehen. Glaub mir, diese 5 Minuten waren die längsten meines Lebens. Ich wusste, dass es eine Tür gab, die zur Innentreppe des Blocks führte. Die war gleich um die Ecke, etwas weiter links von mir, kurz vor der Biegung des Korridors, in dem er sich befand. Aber ich konnte nicht erkennen, ob sie verschlossen war oder nicht. Ich begann, mich so langsam wie möglich zu bewegen, das Geräusch meiner Schritte, das Reiben meines Körpers, meiner Kleidung auf ein Minimum zu reduzieren, und näherte mich der Tür. Ich legte meine Hand auf die Türklinke. Ich drückte sie nach unten, sie quietschte laut, aber die Tür sprang auf. Das Licht von draußen fiel auf mich und ich hörte, wie Raba hinter mir wieder zu schreien begann. Ohne den Kopf zu wenden, sprintete ich los und legte den Sprint meines Lebens hin. Ich glaube, ich habe die Stufen zur Tür kaum berührt. Ich drückte auf den Knopf des Magnetschlosses, öffnete und sprang auf die Straße, drehte mich um und sah, wie er mit dolchartigen Bewegungen mit seinem Messer gegen die geschlossene Tür hämmerte und mir Beleidigungen hinterher schrie. Ich schloss mich meinen Freunden an, die von der Ecke des Hauses aus Ausschau hielten, und wir gingen zu mir nach Hause. Ich brauche wohl nicht zu erwähnen, dass ich danach sehr geweint habe. Ein Freund von mir auch, als er merkte, dass ich unten eingesperrt war. Und die anderen wollten gerade losgehen, um meine Eltern zu warnen und die Polizei zu rufen, als sie mich kommen sahen. Obwohl er in der Nähe meines Hauses wohnte, wurde die Geschichte nie weiter verfolgt. Wahrscheinlich hatte er mein Gesicht ein paar Wochen nach all dem vergessen. Aber bis heute ist es der Moment, in dem ich mich am unsichersten fühlte und die größte Angst meiner gesamten Jugend hatte. In deinen Träumen. Hallo Leute, ich habe lange gezögert, diese Geschichte zu erzählen, die mich bis an mein Lebensende verfolgen wird. Bevor ich anfange, möchte ich darauf hinweisen, dass ich Namen ändern werde, um eine größtmögliche Anonymität zu gewährleisten. Etwas Hintergrund: Ich boxe seit etwa 10 Jahren und trainiere jeden Mittwoch und Freitagabend Boxen und dienstags, mittwochs und freitags MMA. Mein Name ist Adam, meine Geschichte, die ich erzählen werde, hat mich schrecklich verfolgt, aber heute ist es Gott sei Dank besser. Es war ein Winterabend im November 2014. Ich hatte gerade mein Boxtraining gegen 8:30 beendet. Zu dieser Herbstzeit war es stockdunkel. Nach dem Training ging ich in die Umkleidekabine, um zu duschen. Da meine Kollegen zu Hause duschen, war ich mit einem mir unbekannten Typen im Dojo, der gerade mit dem Boxen angefangen hatte. Das ist nichts Ungewöhnliches, ich weiß, aber auf den ersten Blick war dieser Typ wirklich seltsam. Die einzigen Male, die ich mit ihm sprach, war er sehr kalt, sehr seltsam, weil er die ganze Zeit Selbstgespräche führte und sich vor dem Sparring den Kopf hielt. Zuerst dachte ich, er wolle sich vor dem Kampf konzentrieren, aber im Laufe der Tage rezitierte er Worte in einer Sprache, die ich nicht kannte. Kurzum, ich habe ihm nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt, weil er nicht mein Kumpel war und ich mir nicht vorstellen konnte, weiter mit ihm zu reden. Ich hatte gerade geduscht und wollte mich umziehen, als dieser Typ hereinkam. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber ich hatte Angst, mit ihm allein zu sein. Ich zog mich um, packte meine Sachen und verließ die Umkleidekabine in Richtung Ausgangstür. Auf diesem kurzen Weg fühlte ich mich immer noch wie ein Idiot, denn nichts war passiert. Ich verließ das Dojo und ging auf die Straße. Damals hatte ich weder eine Busfahrkarte noch einen Führerschein, sodass der einzige Weg nach Hause der Fußweg war. Ich schwöre, es war so dunkel, dass es fast unmöglich war, etwas zu sehen. Aber da ich den Weg regelmäßig ging, kannte ich ihn und konnte ihn mit geschlossenen Augen laufen. Ich setzte meine Kopfhörer auf, hörte meine Lieblingsmusik und ging los. Alles in allem brauchte ich etwa 10 Minuten. Ich hatte gerade angefangen zu laufen, als ich ein Geräusch hinter mir hörte, aber ich achtete nicht weiter darauf. Ich ging weiter und war nur noch 5 Minuten von zu Hause entfernt. Ich ging weiter, aber das Geräusch hinter mir wurde immer lauter, als würde jemand schnell gehen oder joggen.
Ich nahm meine Kopfhörer ab und hörte tatsächlich ein Geräusch. Ich beschloss, mich umzudrehen, aber wie gesagt, ich konnte nichts sehen, absolut gar nichts. Meine Augen gewöhnten sich langsam an die Dunkelheit und mein Herz begann schneller zu schlagen, als ich den Mann aus dem Dojo in meine Richtung rennen sah. Ich wusste nicht, was los war, aber die Angst stieg in mir hoch. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich wollte, aber mein Körper konnte nicht. Ich sah, wie der Mann immer näher kam. Und dann bekam ich den Adrenalinstoß, der mich rennen ließ. Ich war ein Boxer, aber ich war wirklich nicht sehr gut in Cardio. Ich rannte mit aller Kraft, aber ich hatte das Gefühl, dass ich nicht weiterkam. Ich war nur 3 Minuten von zu Hause entfernt, als ich erschöpft war und mich lieber dem stellte, was kommen würde, als weiterzulaufen. Der Typ kam angerannt und ich machte mich instinktiv bereit. Der Typ kam und fing sofort an, mich zu beschimpfen, mich anzuschreien in einer Sprache, die ich nicht verstand. Dieselbe, mit der er allein sprach, mit den Händen am Kopf, wie ich euch schon sagte. Und dann zog er ein Messer. Ein Riesenmesser, wie das von Rambo, das er, glaube ich, in seinem Mantel versteckt hatte. Ich war wie gelähmt. Ich wusste nicht, was ich tun oder sagen sollte. Mein Körper zitterte. Ich konnte nicht sprechen. Mein Blick war nur auf ihn gerichtet. Ich konnte nichts tun, außer ihn anzustarren, weil mein Körper mir nicht helfen wollte. Dieses Gefühl der Hilflosigkeit verfolgt mich bis heute. Normalerweise würde man denken, nach 10 Jahren Kampfsport kann man sich einigermaßen verteidigen. Aber in einer solchen Situation bist du entweder im Kampf- oder Fluchtmodus. Oder aber du bist voller Panik und steif wie ein Ast. Er sprach, während er sein Messer zog, ein Wort nach dem anderen auf Französisch, aber in dem Moment, als ich verstand, was er sagte, machte ich mir in die Hose. Die Worte hallen noch immer in meinem Kopf nach. Es ist vorbei. Du wirst endlich aufhören, mein Leben zu ruinieren. Sein Leben ruinieren? Was sagt dieser kranke Typ da? Ich kannte ihn doch gar nicht. Ich habe nie wirklich mit ihm gesprochen. Er fügte hinzu: Du warst nur in meinen Träumen, aber du hast es geschafft, in meine Welt zu kommen und ich habe genug davon. Ich werde dich abstechen und dann werde ich endlich frei sein. Ich fing an zu weinen wegen des Schocks, den ich gerade erlebt hatte. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Von Anfang an konnte ich mich nicht mehr bewegen. Mit dem Messer in der Hand kam er auf mich zu. Als er versuchte, auf mich einzustechen, kam das Adrenalin wie am Anfang zurück. Ich schaffte es, mich von ihm wegzustoßen und zu fliehen. Ich rannte mit aller Kraft und Gott sei Dank, ich kam zu Hause an. Mein Vater, der seit 30 Minuten nichts mehr von mir gehört hatte, wartete auf der Straße auf mich, als er den Mann mit dem Messer in der Hand hinter mir herlaufen sah. Er konnte gerade noch meiner Mutter, die im Haus war, zurufen, sie solle die Tür öffnen und wir kamen sicher ins Haus, konnten aber nichts mehr abschließen. Was ich hörte, als ich das Haus betrat, ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Der Kerl, der mich verfolgte, schrie sich gerade die Seele aus dem Leib. Er war wirklich hinter mir her. Ich bin wahrlich kein Held, denn als ich nach Hause kam, brach ich weinend in den Arm meines Vaters zusammen. Ich konnte ihm nur mit großer Mühe erzählen, was passiert war. Er rief sofort die Polizei an, die sehr schnell zu mir nach Hause kam und mich nach allen möglichen Informationen fragte. Sie suchten 1 Stunde lang in meiner Straße nach dem Mann, ohne etwas Besonderes zu finden. 2 Wochen später rief mich die Polizei an und teilte mir mit, dass sie den Mann aufgrund der Beschreibung, die ich ihnen gegeben hatte, finden konnten. Er sei wegen versuchten Mordes an mehreren Personen gesucht worden. Abschließend will ich noch eine wirklich wichtige Sache sagen. Egal wie lange du schon Kampfsport machst oder denkst, du bist gut darin, dich zu verteidigen. In dem Moment, in dem jemand ein Messer zieht, solltest du immer weglaufen. Diese ganzen Videos im Internet, wo Leute Angreifer mit Messer entwaffnen, sind alle Fake und Bluff. Im besten Fall kriegst du einfach nur eine Stichwunde.
Im schlimmsten Fall wirst du abgestochen und verblutest mitten auf der Straße. An den kranken Mann, der mich wegen seinen Träumen gejagt hat, lass uns nie wieder treffen. Metro. Die Geschichte spielt im Winter 2010, Dezember um genau zu sein. Ich war damals 20 Jahre alt. Ich war Krankenpflegeschülerin im zweiten Jahr und absolvierte ein Abendpraktikum in einem Pflegeheim. Damals wohnte ich noch bei meiner Mutter in einem Vorort von Paris. Es war 10 nach 9. Mein Praktikumstag war gerade zu Ende gegangen und ich hatte mich nach meiner Schicht umgezogen. Nachdem ich mich von meinen Kollegen verabschiedet hatte, die gerade ihre Schicht beendeten, verließ ich das Gebäude A durch die Haupttüren. Die erste böse Überraschung, es hatte geschneit. Nicht die kleinen, zuckersüßen Flocken, die einen aufweitern, wenn sie einem ins Gesicht fallen. Nein, der gute, beeindruckende, zentimeterdicke Schnee, der durch die Haare dringt und den Kopf einfriert. Ich war natürlich nicht angezogen, um durch den Schnee zu laufen mit meinen kleinen, kaputten Turnschuhen und hochgekrempelten Jeans. Aber ich hatte Hunger, mir war kalt und ich war eindeutig erschöpft. Also bin ich einfach durch den Schnee zur Bushaltestelle gegenüber vom Pflegeheim gelaufen. Damals hatte ich noch keinen Führerschein und musste mich mit öffentlichen Verkehrsmitteln fortbewegen. Von meinem Praktikum bis nach Hause brauchte ich ungefähr eine Stunde und 15 Minuten. Nachdem ich weitere 10 Minuten auf den Bus gewartet hatte, der mich zum Metro bringen sollte, musste ich leider feststellen, dass die Verkehrsbetriebe der Île-de-France unvorhergesehenen Schnee bekommen hatten. Regen, Wind und Schnee. Die zweite unangenehme Überraschung. Ich musste 15 Minuten in der Kälte laufen, mit meinen bereits durchnässten Turnschuhen und erfrorenen Füßen, um zum Metro zu gelangen. Es gab auch andere Wege, die mich nach Hause hätten bringen können. Ich entschied mich jedoch für diese Variante, da sie nicht nur sicher war, sondern mir auch die Möglichkeit bot, mich an diesem Abend in mehreren Stationen aufzuwärmen. Ich machte mich also auf den Weg zur U-Bahn-Station, vorbei an leeren Straßen. Die Stille war ein wenig bedrückend, aber gleichzeitig war es fast 9:30 mitten im Dezember, also war es irgendwie normal. Um die U-Bahn-Station zu erreichen, muss man durch einen kleinen, vielleicht 5 Meter langen Tunnel gehen, der schlecht beleuchtet ist, aber nicht sehr beängstigend, da er ziemlich kurz ist und der Ausgang der U-Bahn-Station direkt dahinter liegt. Nahe dem Ausgang des Tunnels, der übrigens nach Pisse roch, drang der Nachhall von Schrittgeräuschen an mein Ohr. Da war jemand hinter mir. Ich drehte mich um und sah einen Mann, wahrscheinlich um die 50, mit dem typischen Körperbau eines 50-Jährigen und einem runden Bauch, der sich unter einer schweren, offenen Fleecejacke verbarg. Körperlich war nichts Ungewöhnliches zu sehen, außer dass er stehen blieb, als ich mich umdrehte und ihn anstarrte. Er hatte ein unscheinbares Gesicht, das von einem wenige Tage alten Bart bedeckt war. Im Schatten, den die Lichter des Tunnels warfen, sah er schmutzig aus. Seine Augen starrten mich an und jagten mir eine Gänsehaut über den Rücken. Oder war es die Kälte? Nein, ich bekam ein wenig Angst. Es war spät, ich war müde und durchgefroren und da stand ein Mann hinter mir und starrte mich an. Warum starrte er so? Ich beschloss, meinen Weg fortzusetzen und beschleunigte meine Schritte auf der Treppe vor dem U-Bahn-Eingang. Mit der Navigo-Karte in der Hand passierte ich die Drehkreuze und setzte mich, beruhigt durch die Menschen auf den Gleisen, vorsichtshalber in die Mitte verschiedener Gruppen. Ein Blick über die Schulter und ich war beruhigt, den Mann aus dem Tunnel nicht auf dem Bahnsteig zu sehen. Erleichtert dachte ich, wie dumm ich doch war, so in Panik zu geraten. Er muss mich nur angesehen haben, weil ich mitten auf dem Bürgersteig stehen geblieben war und ihn am Weitergehen gehindert hatte. Die U-Bahn kam und schwupps, ein Platz in der Mitte. An einen Riesen geklebt und gegenüber einer nörgelnden Oma. Aber ich erinnere mich an diese Frau, die unermüdlich in ihrer Handtasche kramte und schimpfte, als wäre es erst gestern gewesen. Meine Reise ging wie gewohnt weiter. Ich fuhr 20 Minuten mit der Metro zum berühmten Bahnhof Châtelet-les-Halles, um dort in den Zug D umzusteigen. Am Bahnhof angekommen, stieg ich aus der Metro aus und begab mich in den Bereich, wo ich mich inmitten des Pariser Gewimmels wiederfand. Zuerst natürlich auf Gleis 3 in Richtung Melun.
Verspätung, mindestens 20 Minuten. Dritte böse Überraschung. Ich verpasse den letzten Bus aus meiner Stadt nach Hause, muss noch 25 Minuten durch Dunkelheit und Schnee laufen. Na toll. Aus einer Stunde und 15 Minuten werden mindestens 2 Stunden. Genervt setze ich mich auf die ekligen Stühle und warte. Als ich aufschaue, sehe ich ihn, der Typ aus dem Tunnel. Auf dem Gleis vor mir wartet er auf den Zug B. Er starrt mich an mit dem gleichen emotionslosen Blick wie im Tunnel. Und dann flippe ich wirklich aus. Ich hatte ihn auf dem Bahnsteig nicht gesehen. Warum starrt er mich vom gegenüberliegenden Bahnsteig aus an? Ich wechselte schnell den Platz und versteckte mich hinter der Treppe zum Bahnsteig, damit er mich aus den Augen verlor. Jetzt auf Gleis 1 konnte ich ihn nicht mehr sehen. Ich muss in diesem Moment sehr dumm ausgesehen haben, als ich mich hinter der Treppe zum Bahnsteig versteckte und mich weigerte, auch nur den geringsten Abstand zwischen meinem Rücken und der Treppe zu lassen, aus Angst, er könnte sich von hinten anschleichen. Um zu warten und meine Angst zu beruhigen, erinnerte ich mich daran, dass ich mein Handy gezückt und Spiele gespielt hatte. Nach 35 Minuten Wartezeit kam endlich der langersehnte Zug und ich stieg ein. Ich saß auf dem hohen Bahnsteig und erinnere mich daran, dass ich meiner Mutter eine SMS geschickt hatte, sie solle mich am Bahnhof abholen, da ich den letzten Bus verpassen würde. Vierte böse Überraschung. Meine Mutter arbeitete in dieser Nacht und kam erst um 8 Uhr morgens nach Hause. Ich würde auf jeden Fall 25 Minuten laufen müssen. Und ich war gar nicht begeistert. Nach ein paar Minuten Fahrt erreicht der Zug den Bahnhof Villeneuve-Saint-Georges und fuhr nicht mehr ab. Wie üblich blieb der Zug im Bahnhof stecken, mit einem Bonus. Offene Türen. So bleiben alle in der Kälte draußen hellwach. Danke dafür. Nach einigen Minuten der Stille und der Kälte begann ich dieses seltsame Gefühl zu haben. Dieses Gefühl, wenn man sich schlechter fühlt als ein paar Sekunden zuvor, wenn ein Gewicht auf einem lastet. Dieses Gefühl, wenn sich die Haare auf den Armen aufstellen, aber man nicht weiß warum. Dieses Gefühl, dass etwas nicht stimmt und mein Instinkt hat mich noch nie getäuscht. Ich erinnere mich, wie ich langsam den Kopf hob und versuchte, etwas Außergewöhnliches zu finden. Und da war er natürlich. Er starrte mich an. Aber diesmal war er eindeutig amüsiert, denn er hatte dieses Lächeln aufgesetzt, das seine überraschend weißen Zähne zeigte. Er war amüsiert, dass ich ihn bemerkt hatte und dass ich offensichtlich Angst hatte. Nicht die Art von Angst, die ich schon zuvor als 20-Jährige mit einem bequemen Leben ohne Überraschung empfunden hatte. Nein, die echte Angst. Die Angst, die dich einfrieren lässt, intensiver als die eisige Kälte. Die dir den unwiderstehlichen Drang gibt zu weinen, aber du kannst nicht, weil es so schmerzhaft ist. Alles, was ich wollte, war diesem Zug, diesem Blick, diesem Lächeln zu entfliehen. Ich wollte meine Augen schließen und mich in meinem Sitz vergraben. Ich wollte verschwinden, aber beim besten Willen hätte mir nichts helfen können. Der Waggon war halb leer und er stand nur ein paar Reihen von mir entfernt und starrte mich unaufhörlich an. Ich war allein in meiner Verzweiflung, gelähmt, und ich wusste ganz genau, was passieren würde. Wenn ich aus dem Zug stieg, würde er mir folgen. Er würde mich auf dem Weg nach Hause, den ich zu Fuß zurücklegen musste, in eine Ecke drängen. Oder er würde mir einfach so bis nach Hause folgen. Ich konnte nicht mehr denken. Was sollte ich tun? Wen sollte ich anrufen? Die Bahngesellschaft benachrichtigen? Was sollte ich ihnen denn sagen? Sorry, da ist ein Mann, der mich seit 2 Stunden verfolgt. Können Sie mir helfen? Die Polizei anrufen und ihnen das Gleiche sagen? Das hätte ich wahrscheinlich tun sollen. Aber ich dachte nicht wirklich nach. Ich hatte zu viel Angst. Und ich wollte meine Mutter anrufen. Und das tat ich dann auch. Um 11:15 rief ich meine Mutter auf ihrem Handy an. Und wie üblich antwortete meine Mutter und fragte mich, ob ich gut nach Hause gekommen sei. Nein, Mama, nein. Ich wusste nicht einmal, ob ich nach Hause kommen würde. Nein, Mama, ich stecke im Zug in Villeneuve fest. Na gut, rufst du mich an, wenn du zu Hause bist? Mama, ich habe ein Problem. Was denn? Was ist los? Mama, da ist ein Mann, der mich seit dem Pflegeheim verfolgt. Er ist im Zug und beobachtet mich. Schweigen. Der Albtraum jedes Elternteils. Keine Mutter will das hören.
Weil, was, wenn das die letzten Worte deines Kindes sind? Das letzte Mal, dass du mit ihm gesprochen hast. Ich höre sie murmeln, dann beruhigt sie mich. Ich nehme das Auto, ich hol dich ab. Bleib am Bahnhof, hol einen Beamten und bleib bei ihm. Viel beruhigter erinnere ich mich, wie hastig ich meinen Sitz verließ, aber nur eine Sekunde zu spät, um durch die Türen zu gehen. Sie hatten sich vor mir geschlossen. Ich hatte den Signalton nicht gehört. Der Zug fährt wieder, Mama. Wir werden in Montgeron ankommen. Ich weiß noch, dass ich sie fluchen und dann schnaufen hörte. Sie rannte zu ihrem Auto. Ich konnte in Montgeron nicht aussteigen. Ich kannte weder den Bahnhof noch die Stadt. Ich wusste nicht, ob es dort Angestellte geben würde. Ich erinnere mich, wie ich nach draußen schaute, auf die noch schneebedeckten, aber dunklen Landschaften in der Nacht. Diesen Schnee, den ich seit seinem ersten Auftauchen an diesem Abend gehasst hatte. Ich war mit ihm gefangen. Ich hatte solche Angst. Ich weinte. Dann die Stimme meiner Mutter am Telefon. Mia, leg auf und ruf die Polizei an. Sag ihm, wo du bist und eine Beschreibung des Mannes. Bitte jemanden im Zug bei dir zu bleiben. Ich bin im Auto, ich bin gleich da. Wir legten auf. Dann waren Schritte hinter mir zu hören. Er kam zu mir herunter und lächelte nicht mehr. Aber er sah mich immer noch an. Er hatte mich gehört. Dieser Blick verfolgt mich noch heute, fast 12 Jahre später. Er war wütend, zornig sogar. Seine Augenbrauen waren zusammengezogen und lagen fast eingefallen in seinen Augen. Seine Lippen lächelten nicht mehr, sie waren zusammengekniffen und zitterten vor Wut. Seine Hände steckten in den Taschen seiner Jacke und hielten eindeutig etwas fest, denn ich erinnere mich, die klare Form seiner Knöchel gesehen zu haben, die sich gegen den Fließstoff stemmten. Sein Blick war wütend, aber auch resigniert. In dem Moment, als er die letzte Stufe erreichte, rannte ich in den unteren Gang und bat die erste Person, die mir begegnete, um Hilfe. Und er wusste es. Es war ein junger Mann, wahrscheinlich jünger als ich, der auf sein Handy starrte und sich seiner Umgebung eindeutig nicht bewusst war. Bitte helfen Sie mir. Kaum hatte ich diese Worte ausgesprochen, fuhr der Zug in den Bahnhof ein und ich sah, wie der Mann aus meinen Albträumen ausstieg. Mir einen letzten wütenden Blick zuwarf und die Treppe hinunterging, um den Bahnsteig zu verlassen. Ich könnte schwören, dass ich ihn Sekunden später auf dem gegenüberliegenden Bahnsteig sah, wo er auf den Zug nach Paris wartete. Das war das letzte Mal, dass ich ihn sah. Der Rest der Geschichte ist simpel. Als ich an meinem Bahnhof ankam, wartete ich auf meine Mutter, die eine halbe Stunde später eintraf. Dann sind wir zur Polizeistation gegangen, um die zuständigen Stellen zu informieren. Leider ist kein Verbrechen passiert. Es gab keine Verletzten, nicht einmal ein Wort wurde von dem Mann gesprochen. An sich nichts Kriminelles. Ich habe mein Praktikum vorzeitig beendet. Ich wollte nicht mal nachts arbeiten. Ich wollte diesen Weg nicht mehr gehen, nie wieder. Und ich bin nie wieder so spät abends alleine ausgegangen. Heute bin ich 31. Ich habe mich von der Situation gut erholt. Ich bin 2 Jahre später auf einen anderen Kontinent gezogen und gehe abends alleine aus, wenn auch sehr selten. Aber um deinen Wissensdurst zu stillen, ich habe den Mann nie wieder gesehen. Jetzt kann ich abends wieder arbeiten und ich wohne nur 5 Minuten zu Fuß von meinem Arbeitsplatz entfernt. Das hilft mir. Aber an den Mann, lass uns nie wieder treffen. Der Fremde. Mein Name ist Nur, ich bin ein Mädchen, ich bin 20 Jahre alt und die Geschichte, die ich erzählen werde, ist vor genau 2 Jahren passiert. Die Geschichte beginnt, als ich von der Schule nach Hause kam und mit dem Bus nach Hause fahren wollte. Ich muss sagen, ich war wirklich wie alle anderen gekleidet. Dicke Jogginghose, dicke Sweatshirt, zerzauste Haare. Kurz gesagt, ein Sonntagslook für einen normalen Schultag. Nachdem ich in den Bus eingestiegen war, sah ich in der Ferne einen Mann, der mich immer wieder anstarrte. Ich beschloss, mich hinzusetzen und dachte mir, dass der Mann mich wohl übersehen hatte. Einige Haltestellen später stieg ich aus dem Bus aus und sah, wie der Fremde, der mich während der Fahrt aus dem Augenwinkel beobachtet hatte, an derselben Haltestelle wie ich ausstieg. Da ich ein rationaler Mensch bin, konnte das nur ein Zufall sein.
Hoffte ich zumindest. Ich nahm den großen Boulevard, der mich zu meiner Straße zurückbringen sollte, die eine große, abfallende Straße war. Und ich stellte fest, dass der Mann, der an der gleichen Station wie ich ausgestiegen ist, auch auf dem Boulevard in die gleiche Richtung ging wie ich. Ich wurde nervös, beruhigte mich aber, indem ich mir sagte, dass es 14 Uhr war und wir uns mitten am Tag in Paris befanden, also kein Grund zur Sorge. Als ich am Ende meiner Straße ankam, spürte ich eine Präsenz hinter mir. Eine Person, die mich nicht überholen, sondern hinter mir bleiben will. Ich ging die große Straße hinunter, die zu meinem Haus führte. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich in der Mitte dieser Straße wohne, die auch ein großer Boulevard ist, und dass ich mich am oberen Ende befand. Sobald ich anfing, nach unten zu gehen, hörte ich eine Stimme hinter mir, die zu mir sagte: "Sorry, geht's dir gut?" Ich achtete nicht auf die Frage, drehte mich kurz um zu sehen, wer die Frage stellte, und stellte fest, dass es der Mann hinter mir war. Also drehte ich mich um und antwortete mit einem flüchtigen "Ja". Der Fremde war groß und so vermummt, dass ich nur wenig von seinem Gesicht erkennen konnte. Er fragte noch einmal, ob es möglich sei, meine Telefonnummer zu bekommen und wohin ich ginge. Ich stotterte, dass ich auf dem Heimweg sei und das nicht möglich sei. Der Fremde blieb hinter mir stehen und fragte mich, ob ich von ihm nach Hause gebracht werden möchte. Er kam nie auf meine Höhe, um mit mir zu sprechen, sondern blieb hinter mir und warf mir die Fragen an den Kopf. Ich wollte mich auch nicht umdrehen und ging weiter die Straße hinunter und sagte: "Das ist nett von Ihnen, aber nein danke, ich wohne in der Nähe", und deutete kurz auf ein Ende der Straße, die ich hinunterging. Als ich plötzlich merkte, dass der Fremde hinter mir näher kam, während ich weiter die Straße hinunterging, wechselte er die Spur und sagte in einem ruhigen, trockenen Tonfall, sodass nur ich ihn hören konnte: "Warte ab." Ich achtete nicht darauf, als ich plötzlich spürte, dass er noch näher kam. Ich stand immer noch mit dem Rücken zu ihm. Er sagte: "Wenn du mir nicht gehorchst, wirst du sehen, was mit dir passiert, bis du nicht mehr gehen kannst. Und du wirst sehen, was ich mit dir machen werde. Also geh weiter die Straße hinunter, bis ich dich auffordere, stehen zu bleiben." Ich tue so, als würde ich ihn nicht hören, als er mit trockener, drohender Stimme fortfährt: "Du solltest besser zuhören, oder ich werde dich vernichten und du wirst bereuen, was mit dir geschieht. Ich werde dich so schlagen und quälen, dass du nicht mehr aufstehen kannst. Also geh weiter die Straße hinunter." Ich blieb ruhig und stellte fest, dass ich bereits die Hälfte des Weges hinter mir hatte und begann meine Chancen einzuschätzen, aus dieser Situation herauszukommen, in der ich von einem Fremden verfolgt werde, der von mir verlangt, ihm zu gehorchen, weil er mich sonst schlagen oder Schlimmeres tun würde. Ich merkte, dass es unmöglich war, nach Hause zu gehen, weil er nur die Tür aufstoßen musste, um in mein Haus zu kommen und zu wissen, wo ich wohnte. Ich merkte auch, dass ich keine Straße nehmen konnte, die nicht nach rechts oder links abbiegt, weil ich sonst in Gefahr laufe, mich mit dem Unbekannten in kleinen Gassen wiederzufinden. Ich beschloss, weiterzugehen und nichts zu sagen. Ich hörte, wie er mir zuflüsterte: "Ja, gut so, geh weiter." Ich hielt mich zurück, um ihn nicht zu beleidigen oder einen Skandal auszulösen, denn ich habe einen starken Charakter und der Mann war angesichts der Drohung sicher entschlossen, mir etwas anzutun. Ich wusste, dass es nichts bringen würde, ihn zu beleidigen. Er wollte mich durch seine Worte und den Ton seiner Drohung unter Kontrolle halten, also würde es ihn nur noch mehr aufstacheln, wenn ich ihm drohte oder mich über ihn ärgerte. Ich musste klug sein und gut nachdenken. Ich bemerkte, dass ich nur 3 Restaurants von zu Hause entfernt war und hörte, wie er mir wieder drohte: "Vergiss nicht, mir zu gehorchen und weiter nach unten zu gehen, sonst wirst du es bereuen. Du wirst schon sehen, was mit dir passiert." Ich betrat einen Laden, in dem Wein verkauft und verkostet wird, und als ich die 2 Stufen hinaufsteige, um in den Laden zu gelangen, hörte ich, wie er zu mir sagte: "Ah, du willst spielen." Immer noch mit dem gleichen tiefen, bedrohlichen Ton. Ich trat ein, schloss die Tür abrupt und ging zur Theke. Der Barmann merkte an meinem Blick, dass etwas nicht stimmte, und ich sagte leise: "Bitte helfen Sie mir, ich werde verfolgt." Der Unbekannte, der mir gefolgt war, beschloss, in den Laden zu kommen. Ich ging in den hinteren Teil des Ladens, sodass er mich nicht erreichen konnte. Ich muss den Weinkeller einmal kurz beschreiben, damit du besser verstehst, was passiert. Der Weinkeller war riesig, es war wie 2 Läden, die zusammengeklebt waren, wo man am Eingang eine Käsetheke hat und gegenüber ein großes Weinregal.
Wenn man in den Weinkeller geht, hat man einen Verkostungsraum mit Tischen und Stühlen. Ich beschloss, in den hinteren Teil des Kellers zu gehen und drehte mich abrupt um, als ich hörte, wie mich der Unbekannte in scharfem Ton aufforderte, den Keller zu verlassen. Der Angestellte, der in diesem Moment hinter dem Tresen in der Nähe des Eingangs stand, verließ den Tresen und einer seiner Kollegen, der im Lagerraum stand, beschloss, nach draußen zu gehen, um zu sehen, was los war. Er erklärte dem Unbekannten ruhig, dass er gehen müsse und dass er ihn nicht zu suchen habe. Der Unbekannte weigerte sich jedoch zu gehen und wurde immer bedrohlicher. Er beschloss, mit einigem Schwung auf mich zuzugehen, bis einer der Mitarbeiter dazwischen geht und eine Art Sperre errichtet. Der Unbekannte lässt nicht locker und weigert sich weiter, in den Laden zu verlassen, während er bedroht: "Du wirst jetzt rausgehen und mir gehorchen." Und der Mitarbeiter antwortet: "Nein, sie wird nicht rausgehen. Ob sie rausgeht oder hier bleibt, sie wird sehen, was mit ihr geschieht." Der Unbekannte nahm wieder Anlauf, um mich zu packen, und der Mitarbeiter begreift, dass ich in großer Gefahr bin. Der Weinhändler und der Unbekannte werden handgreiflich und schubsen sich gegenseitig. Als der Unbekannte plötzlich zurückweicht, den Kopf hebt und uns einen höhnischen Blick zuwirft, er greift in seine Hosentasche und will etwas herausziehen. Der Weinhändler weicht zurück, sein Kollege ruft ihm zu, dass die Polizei auf dem Weg ist. Der Unbekannte beschließt, seine Hand in der Tasche zu lassen und wirft mir einen letzten, eisigen Blick zu. Einen so finsteren Blick, dass es mir beim Schreiben kalt den Rücken hinunterläuft. Dieser Blick war eine Mischung aus Hass und Feindseligkeit. Ein höhnischer Blick, der deutlich machen wollte, dass wir uns wiedersehen würden. Der Fremde dreht sich um und beschließt, das Lokal zu verlassen. Ich bleibe im Keller und erkläre dem Weinhändler, was passiert ist. Er bat mir einen Wein an, um mich zu beruhigen, aber ich trank damals keinen Wein, also bat ich nur um einen Saft. Ich beschloss, meinen Freund zu informieren, aber er war beschäftigt und beruhigte mich so gut er konnte. Nach 20 Minuten blickte ich in die Ferne und suchte die Straße nach einer möglichen Rückkehr des Verrückten ab, als ich ihn auf dem Bürgersteig neben mir sehe, wie er die Straße hinaufgeht und aus seinen Augenwinkeln in den Keller schaut. Mir standen die Haare zu Berge, der Weinhändler hatte recht, er hatte mich gewarnt. Ich beschloss, über eine Stunde im Keller zu bleiben, um sicher zu sein, dass da draußen nichts auf mich wartet. Nach einer Stunde verließ ich den Keller und rannte nach Hause. Ich rannte die Treppe hoch und blieb zu Hause, bis meine Familie zurückkam. Ich habe nie erfahren, wer diese Person war, die so sehr wollte, dass ich ihr gehorche, und ich habe ihn nie wieder gesehen. Ich werde diese Geschichte nie vergessen, denn ich weiß nicht, was mit mir hätte passieren können. Seit dieser Geschichte trage ich einen Taser bei mir. An den Verrückten, der wollte, dass ich ihm gehorche. Lass uns nie wieder treffen.